Ja, ich würde mal sagen, hallihallo. Ich habe jetzt auch einen Zugang bekommen, also die Demo für Pioneers of Pagonia. Und ich habe mir im Vorfeld nicht wirklich viel dazu durchgelesen oder angeschaut. Habe mich jetzt also auch nicht in irgendeiner Form vorbereitet oder was auch immer, habe irgendwelche Erwartungshaltung. Aber ich habe mega Lust auf das Projekt, weil ich schon von vielen Stellen gehört habe, dass das doch sehr Siedlerartig ist und werde da jetzt einfach mal komplett ohne Wissen, was mich eigentlich erwartet und was ich hier machen werde, die Demo spielen. Ich habe spannenderweise, weil ich bei der Alpha-Anmeldung angegeben habe, einen etwas verfrühten Zugang bekommen, deshalb kann ich überhaupt dieses Video hier schon aufnehmen. Und von den Features ist das die gleiche Demo. Ich kann, glaube ich, nur dass die Landesgröße ein bisschen größer gestalten und ich kann, glaube ich, mehr Gebäude bauen. Irgendwie sowas in die Richtung. Weiß aber jetzt wirklich nicht, was mich erwartet. Und dementsprechend würde ich auch mit der ersten Karte einfach mal anfangen hier. Oder mit der Karte anfangen und schauen, was hier eigentlich dann passiert. Und hoffen, dass mein Rechner mit den Grafikeinstellungen klarkommt. Da habe ich natürlich erstmal irgendwie alles aufs Maximum gestellt. Und bin jetzt sehr gespannt, was mich hier erwartet. Von der Grafik hier, also von der reinen Vorschau, muss man sagen, sieht das schon sehr siedlertechnisch aus, finde ich. Diese kleinen, liebevollen Gebäude mit irgendwelchen kleinen Siedlern. So, was haben wir jetzt hier? Ich habe eine Karte, habe Landesgrenzen. Das finde ich schon mal schön. Ich muss sagen, ich mag ja Landesgrenzen irgendwie in Spielen. Irgendwie, ich weiß nicht, es gibt noch diese Sektoren noch. Hier kommt sogar eine Einstellung. Okay, das sind halt die Standardsachen. Karte kippen. Ach, man kann mit Linksklick auch kippen. Sehr schön. Sehr schön. Gut, dann wird mir jetzt erstmal wohl erklärt, was ich hier machen soll. Dann bin ich sehr gespannt. So. Ich habe jetzt auch mal ganz kurz die Videoeinstellung ein wenig geändert, weil ich zumindest in der Vorschau hier mal gesehen habe, dass das doch ziemlich stark am Laggen ist und habe das wieder ein bisschen runtergestellt. Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher, wie das hier eigentlich anfängt. Also scheinbar ist ja dieses Schiff hier mein Hauptquartier. Ah, sehr schön. Also das ist im Endeffekt mein Hauptquartier. Ach, geht das mit H auch auf? Nein. I wie Inventar. Schade. Es sind jedenfalls nicht dieselben Shortcuts wie bei Siedler 2. Und hier habe ich jetzt verschiedene Berufe, von denen ich noch nicht weiß, was die so alles können. Sieht mir aber erstmal irgendwie schon sinnvoll aus. Ähnlich wie Siedler 2. Von daher keine Ahnung. Also ich kann Wege bauen. Was haben wir für Gebäude? Holz und Stein. Was ist? Ich habe hier Aufgaben. Einen Entdeckerposten bauen. Und zwei Wachtürme bauen. Holzfällerhütte bauen. So, Holz und Stein. Ein Holzfällerhütte. Sammelt alles Mögliche an Holz. Okay. Ach, wenn man die Maus drüber hält, sieht man auch, was das ist. Das heißt, hier haben wir Holz. So, wie dreht man? Rechtsklick gedrückt halten. So, wichtig, man weiß ja immer auch noch fällen. So, hier. Ah. Das ist schon mal irgendwie hakelig gerade. Ich dachte, ich kann die hier frei rotieren, aber irgendwie. Ah, weil das irgendwie hier blockiert. Ach. Das ist gar nicht der Kreis, sondern diese grüne Fläche, sage ich mal, macht aus, wo ich das Gebäude wirklich platzieren kann. Da ist die Baustelle schon mal gut aufgehoben. Ah, mit Rechtsklick kann ich das. Ah, mit Rechtsklick kann ich auch alles abbrechen. Siedler 2-Style. Mag ich. So, ich soll auch ein Sägewerk bauen. Tja, das ist bestimmt ganz gut angebracht, neben der Holzfällerhütte. Dann, ach, Forsthäuser gibt es auch. Ja, die sind bestimmt immer noch solche
netten Kollegen, sage ich mal, wie schon früher, und pflaster mir hier alles voll. Von daher, ich würde den eigentlich gerne hier so irgendwo da so hinpflanzen. Da kann der eigentlich am wenigsten Unfug treiben. Und dann, oh, das ist die Reichweite von so einem Steinbruch. Das ist mehr, als ich in der Karte sehen kann. Naja, ist ja auch nicht schlecht. Also es ist weiß markiert, was der abbauen kann. Okay. Perfekt. So, platzieren wir hier. Rechtsklick. Ach, die können auch ohne Weg. Ah, das habe ich natürlich nicht gedacht. Oder, wer seid ihr? Warum könnt ihr da ohne Weg arbeiten? Oh ja. So. Doppelklick für den Weg bauen. So kann ich ja auch eine Fischerhütte schon bauen. Gemüsefarm. Hütte. Keine Fischerei. Es gibt keinen Fisch. Das ist natürlich sehr schade. Na gut, dann bauen wir mal erstmal hier unsere Wege weiter. Ich finde tatsächlich sehr schade, dass das hier alles so... Also ist natürlich nett, aber ich finde es sehr schade, dass ich hier mir sehr wenig Gedanken um meinen eigenen Wegbau machen muss. Für mich ist das immer ein großer Teil von Siedler gewesen, dass ich mir wirklich Gedanken machen musste, wo ich jetzt irgendwie einen Weg lang baue, wie ich den platziere, so in die Richtung, sage ich mal. Dass das irgendwie ein bisschen schade ist. So, hier oben haben wir ganz viel an Zeigen, von denen ich noch überhaupt nicht weiß, was mir die sagen wollen. Steinmetze 2 bauen. Okay, Grenzsteine und Werksteine. Was auch immer das wieder heißen soll. Packen wir natürlich hier direkt daneben. So, hier oben sehe ich ja... Okay, 28 sind reserviert. Ich gehe davon aus, dass diese Anzeige 28 reserviert heißt von meinen 120 Holz, die ich hier habe. Und schon mal brauche ich im Prinzip 28. Das heißt, ich kann jetzt hier eigentlich noch lustig vor mich hinbauen. So ein bisschen, was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, ist, dass die ganzen Leute hier, oh, das sind natürlich, sind das hier die wirkliche, oh, kennt ihr das noch aus, wie heißt das Spiel, Stronghold, wo man diese Lagerflächen gebaut hat, wo die wirklich das Zeug hingebracht haben und man exakt gesehen hat, welche Waren auf diesen, welche Waren man wirklich hatte und das hier wirklich abzulesen war. Ich muss sagen, das habe ich immer geliebt. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt auch so ist. Es sieht ja hier so ein bisschen so aus. Ich meine, tja, ich weiß leider nicht, was das hier darstellen soll. Es sieht aus wie ein anderes Holz. Eins, was ich eigentlich nicht habe. Ach, wird wirklich weniger. Ah, das ist schon wieder ein Detail, was ich liebe, muss ich sagen. Obwohl man ehrlich sagen muss, das Schiff wirkt ganz schön groß und diese Stämme hier, naja, wirken schon ziemlich klein. Aber das macht ja nichts. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst, wie hier gebaut wird. Kommt also jemand an, bringt hier ein Stückchen Holz hin. Ach, und je nachdem, wie weit das gebaut... Je nachdem, wie weit das wohl gebaut ist, werden die... Na, wie heißt das hier, diese... Gerüste einfach weniger. Aber das ist wirklich schön. Das gefällt mir wirklich schön. Also ich bin immer noch ein bisschen von meinen Anzeigen hier überrascht.
kriege ja hier rechts relativ viel angezeigt, was ich irgendwie machen soll. Von dem her, ich werde dem einfach folgen und rausfinden, was ich was machen soll. Schatzkammer. Okay. Was soll ich hier machen? Ich soll einen Entdeckerposten bauen. Wo findet man einen Entdeckerposten? Achso, wahrscheinlich nur eine Explosion. Was macht der? Zu Hause für Entdecker. Okay. Also ich muss sagen, diese Idee eines Entdeckerpostens, sage ich mal, erinnert mich schon sehr an Northgard, falls ihr das kennt. Da gibt es auch so Entdeckerposten, beziehungsweise nicht Entdeckerposten, aber man muss Späher losschicken, um dann wirklich auch rauszufinden, wie im Prinzip das neue Land aussieht. Hier ist jetzt mein Förster, also schön am Förstern. Also momentan habe ich noch das Gefühl, dass dieses Wegemanagement nur so einen kleinen Teil, sage ich mal, ausmacht. Während das Platzieren den größten Teil ausmacht. Das finde ich noch ein bisschen schade gerade, aber kann mich auch natürlich in meinem Gefühl gerade noch täuschen. So, ich soll Wachposten bauen. Was machen die eigentlich? Patrouille gehen oder die Grenze? Ah ja, die können also beides. Das ist also der Weg, wie ich größer werde. So, da links sind irgendwie viele Bäume und es sieht hier auch nach Pilzen aus. Pilze klingen lecker. Da möchte ich natürlich einen Pilz haben. Und hier ist jetzt bestimmt die Frage, wie platziert man eigentlich schlau die Straße? Deshalb werde ich mal diesen Wachposten irgendwie versuchen, hier so hinzubauen. Ja. Und dann verbinden wir das doch einfach mal alles miteinander. Was ist das da? Achso, das ist schon abgeerntet. Bauen wir einfach zur Sicherheit. Ach, ich kann die hier noch überpflanzen, die Bäume. Das wäre natürlich auch super entspannt. Dass wenn man im Prinzip Bäume, die noch nicht fertig gewachsen sind, wenn man die überbauen kann, weil es ist ja auch mal so ein bisschen ein Problem in Siedler 2 gewesen, sage ich mal. Sobald da irgendwo so ein kleines Bäumchen hingesetzt war, naja, war da halt nicht mehr viel zu machen. Und da haben wir jetzt natürlich das Problem nicht. So, ich soll zwei Steinbrüche bauen. Das ist natürlich schade, denn mein Wegsystem hat das hier nicht vorgesehen, dass ich da zwei von haben möchte. Ist das überhaupt schlau, dass ich zwei Steinbrüche baue? Wie viel Stein haben wir hier oben noch? 68. Das heißt, wir haben 12 schon abgebaut. Ich finde nicht, dass sich das jetzt eigentlich lohnt. Dafür jetzt noch einen neuen Steinmetz zu bauen. Ich würde mal sagen, das ignoriere ich einfach. Das will ja bestimmt keiner haben. So, Sammlerhütte, Jagdhütte, ja, das habe ich mir schon überlegt. Also, das möchte ich lieber hier links bauen, hier wo auch Pilze wachsen. Und da würde ich jetzt gerade mal hier auf meinen tollen Wachturm warten. Ach, schauen wir uns mal an, was hier eigentlich. Hier können wir auch noch ganz viel machen. Hier können wir scheinbar noch mal extra irgendwas priorisieren. Ach, das sind die. Ah, nee, okay. Okay. Gucken wir uns lieber an, was hier passiert. Bau pausieren. Bau abbrechen. Okay. So, Zimmerer sind unterwegs. Was haben wir hier? Ich möchte 10 Leute da rein haben. Aber nur Wachen, keine Soldaten. Was diese Leute hier unten tun, das weiß ich noch nicht. Hexe und Zauberer. Aber das werden wir bestimmt noch rausfinden. In diesem Sinne würde ich sagen,
Brunnen bauen wir erstmal. Und wo tun wir den hin? Hier möchte ich bestimmt nach links noch einen Weg bauen, von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt machen wollen. Ach, diese Vorschau sind auch nur so, wie man es irgendwie Best Practice-mäßig anordnen könnte. Naja, bauen wir mal einen Brunnen. Ich meine, hier kann man schön Nahrung farmen, sage ich mal. Ah, ich sehe hier sogar eine Reichweite. Kann ich die auch einstellen? Fokuspunkt setzen. Huch. Die Map-Steuerung. Hier kann ich auch bewegen. Autofit. Naja gut, kann ich jetzt die auch so einstellen, dass die im Prinzip meiner Sicht immer folgt? Also. Achso, das wird wahrscheinlich ähnlich wie bei Northgard sein. Na gut. So, hier kann ich einstellen, welcher Holzes ich will. Ah, der Förster braucht Wasser. Na gut, das erklärt natürlich, warum ich Wasser will. Ich könnte hiermit auch festlegen, wo der arbeitet. Also eine Sache, die bei Siedler 2 oft gewünscht, nie erreicht wurde. Ja. Ja. Aber scheinbar nicht die... Also was natürlich noch schön wäre, ist, wenn man... Also was man jetzt hier zum Beispiel sieht, ich habe hier diese Kreise, ich weiß nicht genau, was mir die Linien da drin, sage ich mal, noch sagen sollen. Wahrscheinlich einfach irgendwie nah, nicht so nah, noch weniger nah. Aber wenn man auch einstellen könnte, dass er zum Beispiel eine maximale Reichweite kriegt. Also dass ich zum Beispiel nicht möchte, dass jetzt hier hinten noch ein Baum gepflanzt wird. Das ist so ein Feature, was ich immer schon hätte nett gefunden. Aber was es nie gab, so was machst du hier? Du hast irgendwas dabei. So, was möchte ich noch haben? Ich möchte ein Baustellencamp. Dann schauen wir gleich, was das ist. Erstmal suche ich so Bevölkerung. Ein Gildenhaus wollte ich suchen. Schatzkammer suche ich nicht. Oh, da ist das Land größer geworden. Ah, es passiert zu viel. Ich kann das mir gar nicht alles angucken, was hier passiert. Hier ist das Gildenhaus erstmal. Ich weiß noch nicht, was es tut. Aber es ist bestimmt cool. So, das platziere ich hier. Ich weiß auch noch nicht, was aktuell schlau ist. Ob ich erst Wege platziere und dann Straßen oder erst Straßen. Erst Gebäude, dann Straßen. So, so. Das habe ich gerade auch nicht verstanden, warum ich den Weg erst hoch und dann runter bewegen musste. So, also die Landeserweiterung hier geht schon schnell voran. Ich glaube, ich muss hier irgendwie eigentlich einstellen, was der machen soll. Also ich würde jetzt mal hier sagen, einer macht Grenzsteine. Einer macht normale Steine. Ganz einfach. Und das Schöne ist, hier kann ich jetzt gleich meinen Jäger bauen und meine Sammelhütte bauen. Das, was mir also das Spiel schon vorschlägt, was ich die ganze Zeit machen soll. Das machen wir jetzt. Ich weiß auch wieder nicht. Achso, hier ist bestimmt eine Reichweite. Aber die ist auch relativ groß. Von daher kommst du einfach dahin, meine Jagdhütte. Und was war das andere? Die Sammlerhütte. Die hat auch eine große Reichweite. Die packen wir hier hin. So. Und verbinden das mit einem schönen Weg. So. Sehe ich hier auch. Ach, das ist die maximale Reichweite, die so eine Wachturm machen kann. Das ist natürlich nicht so weit. Da hätte ich mir ehrlich gesagt gedacht, dass da ein bisschen mehr geht. Ich meine, das... Achso, hier gibt's... Ach! Gibt schon wieder ganz, ganz viele Kreise. Wo ich nur den ersten Kreis mir angeschaut habe. Die können also echt viel. Wahrscheinlich, also... Im Endeffekt dauert es ja bloß viel, viel länger, je weiter irgendwas weg ist.
was soll ich noch machen? Ja, Farmland, was auch immer. Gildenhaus ist ein Auftrag. Ich sollte doch hier irgendwie so eine... Bausteincamp. Bausteincamp. Hier ist es Holz und Stein. Wo wird's sein? Guck mal bei Holz und Stein. Tatsächlich. Untergrund von Baumarbeitenden, die hierher kommen, wenn sie eine neue Aufgabe warten. Okay. Das soll im Endeffekt wahrscheinlich nur dafür sorgen, dass man schneller ist. So, das heißt, ich überlege mir jetzt gerade meine neue Strategie. Die sieht vor, dass ich Wege vorplatziere. Das haben wir, das haben wir. Insgesamt ist, sage ich mal, unsere Produktion ein bisschen schwächlich, was, glaube ich, Holz angeht. Ich meine, ich finde eigentlich diese Anordnung, die ich hier gemacht habe, gar nicht so schlecht. Und hier unten zum Beispiel werde ich auch nichts Besonderes bauen. Das heißt, ich werde hier jetzt noch einen Förster bauen. Und direkt daneben noch eine Holzfällerhütte. Wir haben ein Prinzip nicht gemacht. Ne? Ich wollte erst Wege bauen und dann ein Gebäude. Aber irgendwie animiert mich das Spiel, erst Gebäude zu bauen und dann Wege. Beziehungsweise, ich glaube gar nicht, dass es das Spiel ist. Das ist eher so die... sagen, der Siedler 2 Weg. Zumindest da baue ich eigentlich in der Regel erst meine Wege. So. Noch was anderes. Ich weiß nicht, was ein hölzernes Zahnrad ist, aber ich brauche das scheinbar. Und wo baut man am besten Unterkünfte hin? Genau da, wo man nichts anderes anfangen kann. Und wo kann ich nichts anderes anfangen? Hier auf diesem komischen Strand. Wer braucht schon Strand? Das heißt, wir suchen Bevölkerung und sollen ja hier ein paar kleine Wohnhäuser bauen. Da sieht man schon, dass mein Weg hier eigentlich total schlecht war. Weil ich mir total viele Sachen einfach selbst verbaut habe. Weil ich jetzt hier oben so eine Reihe haben werde, in der ich nichts bauen kann. Und hier unten auch so eine Einzelreihe ist, an der einfach nichts geht. So, drei Gebäude sind in Auftrag. Eieiei, so viel, was ich ja alles machen soll. Ach, hier ist Kohle. Kohle. Kupfer. Kohle. Da gibt es dann irgendwo nochmal mehr Stein? Ach, Stein ist jetzt wieder 80? Ah, das sind die verschiedenen Steinklötze. Jeder einzelne hat 80. Ah, ja. Das gibt natürlich dann doch Sinn. Und dann bauen wir... ja, doch noch so einen Stein mit Sinn. Ach komm. Ach komm. Ich muss doch da jetzt nicht so einen komischen Knick machen. Dann reißen wir doch mal was ab. Ach, sehr schön. Keine Frage, was weg ist, ist weg. So, kann man hier auch eigentlich die Shift... Na, das ist natürlich schade. Ich habe gehofft, dass man irgendwie so die Shift-Taste... Ihr kennt das vielleicht von so Tools wie für die Bildbearbeitung, wo man die Shift-Taste drücken kann, um zum Beispiel den Winkel nicht mehr zu ändern oder irgendwas in die Richtung, oder dass man so 90 Grad Schritte machen kann, irgendwas in diese Richtung. Das gab es jetzt leider nicht. Die ganze Zeit die Gebäude suchen. Aber das macht ja auch nichts. So, wir haben eine Sammlerhütte, die sammelt irgendwas. Wir haben Holzfäller, wir haben Förster. Hier liegen Zweige rum, das ist auch schön.
Ich weiß leider nicht, was ein Werkstein ist. Output-Stapel voll. Oh, warum stehen denn hier die ganze Zeit Leute rum? Was macht ihr hier? Was ist hier los? Was ist das Gildenhaus eigentlich? Ist das ein Lagerhaus? Das Gildenhaus bildet Arbeiter aus. Ach, und jetzt bringt ihr hier alle meine Werkzeuge hin. Naja. Da haben wir also. Oh, die stehen. So viele Werkzeuge habe ich. Ist voll mit Werkzeugen hier. Naja. Ich frage mich gerade tatsächlich einfach noch, was ist eigentlich. Also, ich muss doch irgendein Lagerhaus haben. Irgendeins dieser Gebäude hier ist doch ein Lagerhaus. Lager und Handel. Gildenhaus. Lager. Lager, die übliches Ding war noch so. Naja, die kann man hier also einfach irgendwo hin tun. Nein, wenn die nicht teuer sind. Da ärgere ich mich natürlich doch, dass ich das da nicht anders platziert habe. Aber naja. Hinterher ist man immer schlauer. So, was ist dieser Tipp hier? Kopfleistenkonfiguration. Hier kann ich irgendwie Dinge einstellen. Na gut, das ist natürlich nett, dass ich mir hier Sachen anzeigen kann oder ausblenden kann. Ganz nett, danke dafür. Ich weiß noch nicht, ob ich das brauche. Hier haben wir theoretisch ganz viel Holz. Ich bin immer jemand, der gerne die Berge einfach loswerden möchte. Ach, die Berge, die Wälder loswerden möchte. Einfach um Bauplatz zu haben. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das insgesamt so schlau ist, weil mache ich mir jetzt hiermit die Pilze dann auch kaputt? Können Tiere neu spawnen? Das sind alles Fragen, die ich noch nicht weiß. Ach, jetzt soll ich auf einmal drei Steinmetze bauen. Steinmetze. Gut, dann mache ich halt noch einen Steinmetz. Kostet ja nichts. So. Das haben wir. Jetzt soll ich eine Gemüsefarm bauen. Gemüsefarm. Gemüsefarm. Benötigt Wasser. Also brauchen wir auch wahrscheinlich nochmal einen Brunnen. Das tun wir mal dahin. So, Wasser kann man auch nicht genug haben, wahrscheinlich, hoffentlich. Das haben wir. Und jetzt brauche ich Farmland. Farmland braucht auch Wege. Farmland benötigt keine Straßenanbindung. Okay. Ach. Ich muss dieses komische Feld da freilassen. Na gut. Ja, ich muss sagen, ach, das kann sich überlappen. Ah, warum sagt mir das denn keiner vorher? Mist. Na gut. Ich finde ein bisschen schade, muss ich ehrlich sagen. Also bei Siedler 2 war ein großer Teil, sich zu überlegen, wie man seine Farmen platziert, damit diese genügend Platz von allem haben. Und man da auch jetzt wirklich ordentlich Nahrung rauskriegt, sag ich mal. Das ist jetzt hier ehrlich gesagt. Ich muss sagen, nicht so spannend. Ich platziere die da einfach so hin und dann sind die da so und alles ist schön, okay. Ja.
würde es mir anders wünschen, bin ich ehrlich. Ich würde mir wünschen, dass die Felder größer sind. Also was mir so ein bisschen jetzt fehlt, ist diese. Achso, ich könnte vielleicht den Förster hier doch mal. Kann ich das auch hier so hin tun? Verändert sich das jetzt? Was habe ich überhaupt jetzt gemacht? Fokuspunkt setzen. Hätte gedacht, dass sich die Anzeige ändert, aber vielleicht geht es auch noch nicht. Ach so, jetzt schon, jetzt ist das nicht angezeigt. Oder ist das bloß die Anzeige, bis wohin ich den Fokuspunkt setzen könnte? Kann ich ja auch Fokuspunkte setzen? Kann ich tatsächlich? Fokuspunkt für Einnahme setzen. Ah. Aha. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich mich hier expandieren, dann macht ihr das jetzt lieber da als hier oben. Was machst du hier eigentlich? Wer bist du denn? Schade, dass man die nicht anklicken kann, um rauszufinden, was das ist. Okay. Ich glaube, das ist mein Erkunder. Hier oben ist nochmal Stein. Im Endeffekt bedeutet das ja aber, dass wir hier hoch expandieren wollen. Steht ihr hier eigentlich immer noch an mit euren Werkzeugen? Nein, mit Stein diesmal. Immerhin mal was anderes. Was haben wir hier? Kohle. Steinbruch in der Nähe von Kalkstein bauen. Kalkstein habe ich noch nicht entdeckt. Also machen wir erstmal den Rest. Wir wollen nämlich noch einen Proviantmacher bauen. Proviant mal. Hallo. Warum bist du nicht bei Nahrung? Das ist natürlich schade. Ja, das verstehe ich nicht so ganz. Warum der Proviantmacher bei Bevölkerung. Ach so, Bevölkerung und Mahlzeiten. Oh, naja, gut. Und bitte sag mir nicht, ich muss jetzt warten, bis der Baum weg ist. Muss ich nicht. Perfekt. Ach so, nee, Moment, Moment, Moment. Hier will ich ja meinen Weg mal hochbauen. Das geht natürlich nicht. So, das heißt, das wird ja sowieso ein bisschen spannend hier, wo ich hier noch einen Weg lang soll, ne? Uff. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Da müssen wir leider jetzt ein bisschen das Farmland entfernen. Ich weiß auch nicht, ob ich hier unten irgendwie was verzieren möchte, aber wahrscheinlich ja, ne? Hier ist Silber, Eisen. Das heißt, ich möchte eigentlich mein. Da hier der Wachturm. Habe ich jetzt gelernt. Fokuspunkt. Und wir möchten gerne da expandieren. Das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ich meine, hier oben meine Siedler sind nicht mehr da unterwegs, wo sie vorher unterwegs waren. So, dann haben wir Bevölkerung und Mahlzeit. Ach ja, ich wollte ja eigentlich den Proviantmacher bauen. Das geht jetzt natürlich immer noch hier. Den haben wir. Was hieß es dann noch? Eine Taverne. Macht die Köche nutzen Zutaten von nahegelegenem Marktplatz. Ach so, das heißt, danach muss ich einen Marktplatz bauen. Nein, nein, Spike. Erst Straßen bauen. Erst Straßen bauen. So, was habe ich gesagt? Ich baue eine Taverne. Kann ich jetzt nicht mehr da bauen? Das ist zu krass, oder was? Na gut. Bauen wir da eine Taverne. Ah,
Eine Taverne, Taverne, Taverne. Und vier Esstische. Oh, ganz schön viel. Die kann man hier auch wieder irgendwo hin tun. Ich finde das Wort Genussmahlzeiten, um ehrlich zu sein, sehr amüsant. Träger setzen sich hier hin, um Genussmahlzeiten zu sich zu nehmen. Wir sind doch hier nicht zum Genießen, wir sind doch hier zum Essen. Arbeiten. Naja, von mir ist auch da noch. Das ist wahrscheinlich wohl wieder die Frage, wie müsste man die eigentlich platzieren, um effizient zu arbeiten? Was ist hier für ein Lager? Aha. Darf man da nur eine Sache einlagern? Das. So, ich weiß nicht. Ich hätte, wenn dann auch schon gern noch ein größeres Lager als. Naja. Einen einzigen. So, hier ist meine Steinmetzhütte. Wir wollen ganz viele Grenzsteine, weil wir ganz viel größer werden wollen. Und ich habe ein kleines Problem. Ich muss die Leute hier unten, mit denen ich eigentlich nach rechts expandieren will, mal kurz nach da oben setzen, damit ich hier oben einen Weg bauen kann und dann hoffentlich, hier oben eine weitere, so eine Wachhütte da bauen. Das funktioniert ja ganz gut. So, wir haben Einwohner, 106 für Aufgaben verfügbar. Das klingt für mich, wir hatten mal 138, glaube ich. Das klingt für mich danach, dass wir eigentlich noch ein, achso, gibt es eigentlich auch größere Wohnhäuser? Wohnhaus, ach, coming soon. Na gut. Na gut. Aber hier noch Wohnung? Ich weiß auch gar nicht. Die brauchen hoffentlich nur einen Weg. Und hoffentlich passt der da lang. Passt er natürlich nicht. Ach, Mann. Mann. Habe ich da irgendwas gebaut? Dann, als wenn ich da irgendwas machen könnte, um hier Gebäude hinzuquetschen. Oder vielleicht so? Nein. Brauchst du noch nicht hingehen. Das Gebäude, da wird nie gebaut werden. Zurück zur Bevölkerung. Hier was hin. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ich einfach die Wege zu so Häusern wie diesen jetzt hier, ob ich die irgendwann abreißen dürfte. Das stört mich noch so ein bisschen, dass ich. Also ich möchte ja im Prinzip einen Weg haben, der maximal anliegt. Das weiß ich noch nicht, wie ich das genau mache mit dieser Steuerung. Aber naja. Ich weiß auch nicht, ob es schlau ist, jetzt ganz viele Wohnhäuser zu bauen, ob mir die im Prinzip jetzt die ganze Zeit die alles vom Kopf fressen. Oder ob das alles in Ordnung ist. So, das Spiel hat mir gesagt, ich soll noch mehr Nahrung produzieren und mehr Gemüsefelder bauen. Eine Getreidefarm soll ich bauen. Eine. Die ist natürlich hinten eigentlich perfekt aufgehoben. Die Frage mit den Wegen und allem drum und dran, wie ich das machen möchte. Und hier würde mir jetzt, wie gesagt, gefallen, wenn ich jetzt irgendwie Shift gedrückt halten könnte und könnte den Weg in dieselbe Richtung weiterbauen. Das kann ich jetzt leider nicht. Genauso wie ich jetzt halt hier das Problem habe, dass ich durch die Platzierung irgendwie Bauplätze ja verliere, weil ich das scheinbar nicht so genau da rein schubbeln kann, wie man sieht. Und dadurch habe ich irgendwie immer das Gefühl, jetzt Bauplätze zu verschwenden. Vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so wichtig. Vielleicht ist es auch am Ende wirklich gar nicht wichtig. Aber mein geneigtes, perfekte Winkelauge behauptet, dass das nicht schön sei. Um nicht zu behaupten, dass diese Winkel jetzt hier nicht auch perfekt nicht perfekt sind. Aber so mit der Shift-Taste, das würde ich schon gerne machen.
Dann bauen wir hier ein Getreidefarm hin. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es ja sinnvoll, zwei zu bauen. Ach, was soll der Geiz? Bauen wir zwei Getreidefarmen, warum denn nicht? Und dann solche Farmland bauen. Ganz, ganz viel Farmland. Die kann ich schön nebeneinander platzieren. Habe jetzt gelernt, dass ich diese. Haben wir doch nicht so viel gelernt. Hallo? Warum? Was ist denn da? Warum geht denn das da nicht hin? Naja. Mir wird zwar angezeigt, dass ich da bauen kann, aber ich kann noch nicht bauen irgendwie. Ganz mysteriös. Ja, dann halt nicht. Dann baue ich halt hier weiter so. Ah, das ist ja ärgerlich. Ah, weil das kein Grünland ist. Ich verstehe, ich verstehe. Das, okay, damit kann ich leben. Ist natürlich ein bisschen schade, dass einem das jetzt hier so angezeigt wird, als könnte man da. Als könnte man da. Aber kann man gar nicht. Kann man nämlich gar nicht. Also ich habe mir jetzt hier wieder ein bisschen Land geschaffen, an dem ich eigentlich nichts anfangen kann. Aber ne, das ist dann ja wieder ein Problem für später. Ganz viele Farmen. Ich werde wahrscheinlich eh wieder darauf gebracht, dass ich mir dann jetzt hier bitte. Das ist ja. Was kostet das hier? Nadelholzbalken? Zement. Ich habe Nadelholzstamm und Laubholzbrett. Was hieß es hier brauche ich? Ah, habe ich ja. Ich habe Nadelholzbalken. Aber warum ich Nadelholzbalken? Ich weiß nicht, was hier von dem. Achso, da. Ah, Nadelholzbalken. Okay, habe ich 33 von. Ich weiß nicht genau, wie ich die hergestellt habe. Ah, hier wohl. Okay. Wahrscheinlich könnte ich jetzt irgendwie auch meinen Förstern halt sagen, dass die. Wahrscheinlich ist es auch eigentlich schlau, irgendwie dem einen Förster zu sagen, dass du bitte Nadelholz machst. Dem anderen, dass er auch Feuerholz macht, irgendwie sowas in diese Richtung. Oh, das mit der Landeinnahme ist aber auch ganz schön fix, muss ich sagen. Hier hatte ich mir ja vorgenommen gehabt. Ich weiß auch nicht, was das hier alles für Leute sind. Achso, das sind die Landesgroßmacher. Es sieht hier, hier oben sehr, sehr un. Gelenkt aus. Aber hier bauen wir mal einen Wachposten hin. Es hieß ja, ich soll noch mehr bauen. Ich soll einen Marktbrunnen bauen. Okay, das hatte ich vorhin ja schon mal irgendwie gelesen, dass ich sowas wahrscheinlich brauche. Weil der irgendwelches ganz tolles Wasser macht oder so. Für die Genussmahlzeiten. Dann soll ich 6 Marktstände bauen. Macht das ja eigentlich. Träger bringen Zutaten von Jägern und Farmen zu den Marktständen. Köche einer nahegelegenen Taverne sammeln die Zutaten. Aha. Okay. Ich weiß nicht, jetzt baue ich hier ganz viele Marktstände hin, damit die dann von den Marktbrunnen hier genommen werden, damit die dann von dem Proviantmacher hier genommen werden. Ist mir ein bisschen komisch, muss ich ehrlich zugeben. Die Logik dahinter, also. Verstehe ich nicht ganz. Aber wenn es so sein soll, dann soll es eben so sein. Bauen wir das doch da alles hin. So, hier unten expandieren wir fleißig. Auf der Karte sehe ich auch die Ressourcen. Okay, das ist natürlich auch nett eigentlich. So, was hatte ich nochmal an der Werkzeugschmiede? Soll ich schon die ganze Zeit bauen? Habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Wo erwarte ich die? Ausrüstung und Ausbildung bestimmt. Werkzeugschmiede. Aber ein großes Gebäude passt da perfekt hin. Genau da wollte ich das haben.
Also hoffentlich, oder? Hier so meine Wegeidee. Super. Das wahrscheinlich schon wieder ein dummer Weg ist. Naja. Was haben wir hier? Flachs. Flachs habe ich auch schon gesehen, dass das irgendeiner sammeln kann. Das, tja, wer war das? Also erstmal ist ja wichtig, dass wir immer, also immer wenn man expandiert, muss man. Jetzt weiß ich wieder nicht, ob es hier weitergeht. Da hätte ich wahrscheinlich jetzt irgendwie mehr von diesen Erkundern bauen sollen. Damit ich mich ein bisschen auskenne. Aber hier so ein Baustellencamp ist bestimmt schlau. Und dann gab es hier diese Sammler und die sammeln auch Flachs. Das heißt, den bauen wir jetzt dahin, wo Flachs ist. Ich weiß nicht, wofür man Flachs braucht. Wahrscheinlich für Stoff. Eventuell. Das kann ich jetzt nicht sagen. Dann ist natürlich noch wichtig, dass wir hier einen langen Verbindungsweg machen. Sehr schön. Was mir so ein bisschen fehlt, wäre jetzt noch diese Sachen, die man in Stronghold machen konnte, dass man irgendwie die Siedler anklickt. Also da waren es ja nicht Siedler, da war es ja, ich weiß nicht, wie die hießen. Anders. Dass man die anklicken konnte und die dann sagen, ah, hier lässt es sich gut leben. Oder irgendwas in dieser Richtung. Das ist so ein bisschen schade, diese. Aber das kann natürlich alles noch kommen. So, was brauchen wir? Was soll ich bauen? Eine Holzwerkstatt. Ist wieder hier. Ah ja, kostet 12 Nadelholzbalken. Davon habe ich also nicht so viele. Das muss ich mir merken. Also wie ich das jetzt verstehe, gibt es einfach verschiedene Stufen von Ressourcen. Das heißt, für die ganzen. Ja, ich würde jetzt eigentlich. Also normalerweise würde ich sagen Billo-Gebäude, aber es sind natürlich die einfachen Gebäude. Wenn man die bauen möchte, braucht man eher normales Laubholz. Während man, wenn man. Bisschen mehr in Richtung. Na, wie heißt das? Die erweiterten Gebäude gehen möchte, sage ich mal, dann braucht man Nadelholz dafür. Ach, jetzt brauche ich auf einmal 8 Wohnhäuser. Naja, schon gut vorbereitet. Ich habe, als wenn ich es gewusst hätte, dass ich so viele Häuschen brauche. Haben wir auch noch Steinprobleme. Langsam stellt sich raus, dass ich nicht so gut vorgeplant habe hier. So, geht da ein Weg lang? Ah, hier geht's mal. Perfekt. Immer alles schön eng bauen, man weiß ja nie, wie viel Platz man hat. Haben ganz viel Farmland. Nahrung, wir haben scheinbar nicht ganz so viel Nahrung. Wir haben 2 schon reserviert davon. Das ist jetzt. Klingt für mich pauschal erstmal schlecht. Ich gehe davon aus, dass ich dieses Problem lösen kann, wenn ich hier diese Mühle baue. Dafür brauche ich, achso, dafür brauche ich Zement. Zement hatte ich gar nicht, weil ich einen Steinbruch in der Nähe von Kalkstein bauen soll. Das ist natürlich die Frage, was ist Kalkstein? Ist das hier Kalkstein? Oder ist das eine andere Sorte Stein? Ah ne, das da oben ist Kalkstein. Ah ja, okay. Na gut. So, jetzt wissen wir ja, wie das hier mit diesem. Mit diesem Wachturm hier funktioniert. Dem sage ich jetzt nämlich, ich möchte gerne hier oben hin expandieren, während die ja hier lang expandieren und dann müsste ich hier relativ gut an diesen Kalkstein kommen. Und ich vermute, mit Kalkstein kann ich mir Zement herstellen. Bin jetzt nicht unbedingt ein. Also gut, ich habe zweimal Bauingenieurwesen studiert. Nicht lange, aber immerhin studiert. Und Kalkstein klingt für mich nach etwas, woraus man Zement machen könnte. Vielleicht. Ich weiß nicht genau. Also ich habe es auch nicht erfolgreich studiert, falls sich das jetzt einer fragt. Von daher schauen wir mal. Kupfertagebau, Kohletagebau. Statt Bauarbeiter, okay. Ganz viele Dinge, die ich machen soll. Ich habe jetzt eine Werkzeugschmiede. Kann ich hier irgendwas einstellen?
Wenn ich jetzt, also hier steht, ich soll so viele Bauarbeiter ausbilden. Materialträger, Pionier, Planierer, Zimmerer. Okay. Das kann ich festlegen. Okay. Ah, die brauchen diese Werkzeuge. Jetzt wird ein Schuh draus. Die Planierer sind mir zu teuer, von denen mache ich nicht noch mehr. Von daher machen wir mal die anderen da. Damit müssten wir jetzt zumindest die 25 weiteren für die 100 vollkriegen. Ja, und hier. Also ich habe jetzt gesehen, dass ich nicht so viele Schaufeln habe. Sagen wir mal, wir machen Schaufeln. Ah, ich brauche Kupfer oder Eisenbahn, okay. Ich verstehe nicht ganz, warum mir Kupfer oder Eisen egal ist. Ist ja eigentlich nicht dasselbe Material. Was ist denn hier? Zum Beispiel gar keine Axt. Machen wir vielleicht mal nicht so viele davon, die sind ja bestimmt bloß für Holzfäller. Ich mir das jetzt hier alles anzeigen lassen, damit das doch bestimmt super unübersichtlich, oder? So, vielleicht brauchen wir noch eine Säge, weiß ich nicht. Zangen haben wir ganz schön viele. Hiervon machen wir mal noch zwei. Schaufeln. Schaufeln sind fast leer. Das hier, Spitzhacken haben wir ganz viele. So, wir haben Kohle und Kupfer hier schon oben, also eigentlich habe ich schon alles, was ich machen soll. Das heißt, wir gehen jetzt bergbauen. Und ich habe wieder schlecht gebaut, oder? Hier wieder. Ah doch, das kriegen wir doch hier alles reingeschummelt. Da haben wir den Kupfertagebau. Und als zweites wollten wir den Kohletagebau. Zack. Schwubbeldiwupp hier die Wege hin. So, warum passiert hier oben nichts? Weil wir keine Wachen haben. Es ist meine Idee, dass ich die Wachen von hier nehmen kann. Die einfach auf 0. Und dann müssten ja für hier oben wieder Wachen da sein. Für die brauche ich wahrscheinlich irgendwie Speere oder sowas. Auch so viel Bevölkerung. Hui. 329. Na gut. So Rationen, das läuft immer noch ganz, ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Es fühlt sich an, als wenn meine Proviantmacher eigentlich einfach nicht so, als wenn die einfach nicht schnell sind. Und da bauen wir einfach noch einen. So, in der Holzwerkstatt hatte ich gesehen oder mich damit auseinandergesetzt, dass ich wahrscheinlich hier so Zahnräder machen kann. Guck mal, Holzspäne gibt es ja auch und Fackeln. Ich weiß leider nicht, wofür das gut ist. Aber ich sag mal, ich will 5 Bögen, 5 Speere und 5 Schilde. Ja, auch 5 Stäbe kommen. Wir machen einfach von allem 5. Außer die Zahnräder, da brauchen wir irgendwie ein paar mehr. Dann soll die Holzwerkstatt mal vor sich hin werkstatten. So, und mein Plan hat super funktioniert. Wir haben in dieser Hütte hier unten jetzt keine Soldaten mehr. Das heißt hier, die Expansion ist erstmal gestoppt. Weiß jetzt aber auch nicht, was ich mit dem Land sollte. Da ist mir das hier oben jetzt gerade wichtiger. Hier kommen wir nämlich zum einen nochmal zu ganz viel Kohle. Und wir kriegen hier oben unseren Kalkstein, den wir uns holen sollen. Weiß leider auch nicht, ob, ach so, wir haben 20. Ach, hier steht sogar, dass ich 20 habe. Einwohner für Aufgaben. Oh. Also ich habe wirklich viel zu wenig Einwohner. Heißt, wir müssen hier einfach mal noch schauen.
schön. Habe ich schon wieder so schlecht gebaut, ne? Schön noch ein paar Häuser. Ich weiß leider auch gar nicht, ob Häuser jetzt, sage ich mal, irgendwo Besonderes stehen müssen oder ob ich die. Also macht das einen Unterschied, wo ich die baue? Ist das egal, wo ich die baue? Müssen die in der Nähe von irgendwas sein? Das ist mir nicht ganz klar. Ah. Träger, die hier wohnen, werden sich fortpflanzen, wenn Genussmahlzeiten verfügbar sind. Okay. Gut. Das würde für mich bedeuten, dass ich hier diese komischen... Ja, wie hieß das? Diese Esstische hier hinbauen muss. Und zwar, Träger setzen sich hier zu Genussmahlzeiten. Okay. Ich weiß aber schon wieder nicht mehr, wo Genussmahlzeiten jetzt schon wieder herkamen. Taten tierischen Naturprodukte ist mir egal. Himbeeren haben wir nicht. Ich habe noch gar keine Silbermünzen. Ja, ich weiß leider nicht, wie man Genussmahlzeiten herstellt. Weil der hier stellt ja nur Proviant her. Proviant wäre jetzt für mich keine Genussmahlzeit. Na gut. Ich soll auch noch eine Weberei bauen. Wo ist jetzt schon wieder die Weberei? Da ist sie. Aha. Benötigt was? Flachs und Silberbahn? Achso, Silberbahn wahrscheinlich dann nur für die silberverstärkte Robe. Na gut. Kommt auch einfach hier mit hin. So netterweise kann man Wege abreißen. Ist nicht ganz so... Ach, du gefällst mir jetzt aber hier gar nicht mehr. Das ist ja... Ja, der war aber scheiße. Unvorteilhaft platziert. So. Ach schön, der Baum ist auch weg. Vielleicht baue ich auch hier oben einfach noch einen Jäger hin. Ich meine, das kostet ja Spaß, ne? Jäger sind bestimmt hier bei Nahrung. Jagdhütte. Ja, komm, zack. Dahin. Euch muss ich noch ein bisschen genauer platzieren, nämlich dort. Dann ist es ja hoffentlich demnächst mal soweit. Nach da oben verbiegen kann. So ein Eisentagebau sollte ich noch bauen. Ich habe ja zum Glück schon... Ach guck mal, hier ist noch mehr Stein. Ich habe ja zum Glück schon vorgesorgt und hatte mir das angeguckt, dass ich dort Eisen bekomme. Das heißt, hier bauen wir jetzt diesen Eisentagebau hin, um Eisen abzubauen. So, Bauarbeiter haben wir genug gemacht. Der Steinbruch in der Nähe von Kalk, naja, ich hätte jetzt auch einfach nur drei Bau, wie heißt das hier, Steinbrüche bauen können, aber das hätte mir ja gar nichts gebracht. Jetzt kommt hier oben, Leute. Leute. Wir brauchen das Land. Hier meine schöne Straße rüberbauen kann. Irgendwie so in dem Winkel hier wahrscheinlich. Oder? Eigentlich wahrscheinlich in dem hier, ja. Dann noch mehr. Wo hier? Also Wasser haben wir genug, das sehe ich jetzt so. Wir haben 49 Wasser, 48 Wasser, das ist gefühlt steigend. War es bis gerade eben zumindest. Und daher lasse ich das erstmal so, wie es ist. Jetzt hieß es hier einen Stein mit. Steinbruch. In der Nähe von Kalksteinbahn.
dich hier oben irgendwo so eine Bauhütte gebaut? Noch nicht, ne? Dann tun wir die gleich dahin. Dann natürlich ganz viele. Wie heißt das hier? Lagerplätze. Das da. Können hier eh nicht wirklich was anderes bauen. Also warum nicht einfach lagern? Ach so, weil ich gar nicht so viel Stoff habe wahrscheinlich, oder? Wo ist hier der Stoff? Seltene Ressourcen. Stoff. So, meine Bevölkerung wächst jetzt gerade gar nicht mehr. Keine Taverne in Reichweite. Oh. Keine Esstische in Reichweite. Oh. Also die Taverne hier ist im Prinzip völlig schlecht. Und dieser Esstisch hier auch. Also. Esstisch. Esstisch, Esstisch. Die sind in Reichweite. Okay, okay. Ja, da muss man sich erstmal reinfuchsen, was das alles bedeutet. Bedeutet aber auch, dass ich diese ganzen hier auch alle wegreißen kann. Ah, guck mal, was die hier machen. Die stellen doch Essen her. Ich habe sogar Mahlzeiten. Okay. Das Gefühl, dass ich die auch völlig falsch platziert habe. Dass das völlig an der Idee, die da eigentlich hinter hätte stehen sollen, vorbeigehen. Naja. Sobald ich anfange, mehr Siedler zu haben, weiß ich, dass ich es richtig mache. Was jetzt aktuell wohl leider noch nicht der Fall ist. Was hat nicht diese Marktstände hier? Die sind in der Nähe vom Marktbrunnen. Ach, ah, ich habe Glück. Die Taverne ist da noch mit einem Müh. Mit einem Müh drin. So. Eine nahegelegene Taverne. Nahegelegen ist die ja nicht. Ich kann das wahrscheinlich auch nicht auslagern. Bis 10% der Karte eingenommen. Also, ich weiß auch nicht, das hier war alles irgendwie gar nicht so schlau scheinbar, was ich da gemacht habe. Ich meine, was ist die Lösung daraus? Einfach mehr Dinge bauen. Zum Beispiel so, was habe ich jetzt ja gelernt? Oder was habe ich vielleicht gelernt? Ich brauche einen Marktbrunnen, weil die Siedler an dem Marktbrunnen das Zeugs abladen. So. Das heißt, ich baue hier einen Marktbrunnen hin. Dann brauchen wir Marktstände. Die müssen auch in der Nähe von dem Marktbrunnen sein. So, das sind sie jetzt. Dann brauchen wir eine Taverne. Die Taverne ist groß, scheinbar. Habe ich wieder vergessen gehabt. Aber wir bauen jetzt hier einfach noch eine Straße. So. Also diese stellen wir hier schön an den Wegesrand. Und wenn die jetzt in der Nähe von Esstischen sind. Dann könnte da die Siedler hingehen
um lecker was zu essen. Das heißt, wenn wir jetzt hier Wohnhäuser hinbauen, sollten uns die Siedler ja nur so wie Pilze aus den aus dem Boden sprießen, oder wie auch immer man sagen möchte. So, hier oben heißt es, ich soll noch mehr Kohletagebau bauen. Kohle, 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 Kohle. Vorstellen, dass das wichtig ist, bauen wir halt noch ein. Macht ja nichts. Ich weiß auch nicht, ob sie da verschwinden, wenn man die Gebäude abreißt, oder ob die da bleiben. Das habe ich nicht ganz beobachtet, um ehrlich zu sein. Hinten ist auf jeden Fall Silber, das will ich ja auch haben. Da brauche ich bestimmt auch für irgendwelche sinnvollen Dinge. Ach, ich baue Kalkstein ab. Okay. Kommt doch Leute hochgelaufen. Ach, das sind die von hier unten. Welche kann ich da bestimmt keinen Weg bauen. Das ist natürlich auch spannend. Man kann Wälder scheinbar gar nicht richtig loswerden. Ich meine, dieser Holzfäller hier wachsen ja die ganze Zeit Bäume nach. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wofür ich wohl den Förster brauche. Ist doch ein bisschen fraglich für mich. Wir haben immer noch keine weitere Bevölkerung gekriegt. Und 20. Aber läuft halt hier nicht so gut, ne? Naja, vielleicht läuft es hier oben besser. Siedlung Version 2. Vielleicht gibt es da ja Kinder. Ach, guck mal, Bäume wachsen wirklich überall nach, wo sie mal gewachsen sind. Nervt mich ja schon ein bisschen. Ich gar nicht mal so toll. Oh, fast alle unsere Steine sind auch reserviert. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich wollte eine Militärakademie bauen. Deine Schmelze soll ich auch bauen. Verarbeitung. Das verstehe ich auch nicht. Also ich meine, warum ist das eine jetzt Verarbeitung, das andere irgendwas anderes? Schließt sich mir nicht ganz die Logik manchmal. Aber nun gut. Kann nicht arbeiten. Personal unvollständig. Kein Personal anwesend. Oh. Ich brauche ein Messer. Na gut, guck mal hier. Wir stellen hier mal ein, drei Messer. Also ein bisschen schade, kann man nicht hier S und C mal gucken, ob die Tasten noch gehen. S, C. Naja, schade. Ich würde gerne sehen, welche Gebäude nicht arbeiten können, weil, also ich finde das jetzt gerade sehr schwer zu sehen, dass dieses Gebäude hier gar nicht arbeitet. Das habe ich nur gesehen, weil ich hier die Maus drüber gehalten habe. Das finde ich, sieht man ein bisschen schlecht. Ja, ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt mal einen Kalkstein, den ich abbauen sollte, abgebaut. Ich werde mal hier diese eine Steinmetz wieder auf beides stellen. Wir haben schon mal viel, viel weniger Werkstein als diese anderen Steine. Deshalb schauen wir mal. So, was wollte ich bauen? Jetzt habe ich Steinmühle. Steinmühle Verarbeitung? Nein, natürlich nicht. Wieder irgendwo anders. Dann doch Holz und Stein. Ja. Okay, ich habe keine hölzernen Zahnräder. Das finde ich sehr schade. Ich dachte eigentlich, ich habe die in Auftrag gegeben. Guck mal, hier oben können wir noch so einen Sammler hinbauen.
Der hat ein paar Pilze sammelt. Lecker Pilz. Stuppdiup. Zack. In der Hoffnung, dass wir damit dann hier unsere. So, was macht ihr hier? Ihr guckt euch euer Werk an. Toll. Ganz toll. Achso, ihr wartet darauf, dass die Waren dahin gebracht werden. Aha. Aha. Na gut. Schade, ich habe ja vorhin mal irgendwie so ein bisschen Speer und Schild hergestellt. Man braucht also nur Speere für ganz normale Billigwachen. So, und ehrlich zu sein, ich glaube, ich brauche viel mehr von diesen Holzwerkstätten. Hier passt du nur so hin. Warum denn nicht da? Na gut, von mir aus. Output-Stapel voll. 16 Flachs hat er schon wieder. Ja. Ach so, weil du hier keine Messer hast. Naja. Guck mal, Stoff kann ich auch aus Flachs herstellen. Das ist schon mal gut. Gut. Oh, wir haben Siedler gemacht. 3 Stück. Hui, hui, hui. Da ist es aber unter irgendeinem Dach vorangegangen. Kein Personal anwesend. Achso, weil wir keine Leute mehr haben. Bauplatz in Wohnhäusern. Coming soon. Ich habe 65 Plätze frei. Das soll das heißen. Und ich habe keinen verfügbar, der irgendwas machen kann. Alle Leute sind beschäftigt. Vollbeschäftigung habe ich hier. Das. Ach, hier ist eine Fahne drüber. Oh, hat das das auch gehabt? Nee. Aber das ist ja jetzt gemein. Warum ist denn hier Personal unvollständig? Und warum ist denn hier kein Personal anwesend? Also. Die rote aus. Na, die müsste leuchten, muss ich sagen. Muss ich ehrlich sagen. Die müsste irgendwie noch ein bisschen aktiver leuchten. Dann würde ich das nachvollziehen können. Aber so. Na, so ist mir jetzt nicht so toll. Ach guck, mein nächstes Neugeborenes 10. So, was ist jetzt hier los? Die setzen sich jetzt hier hin und essen die ganze Zeit. Und dann denken sie sich so, jetzt aber. Wie, was? Nächstes Neugeborenes 5? Was? Wird denn die Zahl kleiner? Ah, das ist einmal übergelaufen. Hier kam gerade, glaube ich, einer dazu. Und dann stand hier nur noch 5. Das heißt, irgendwie 15 sind dazugekommen. Wahrscheinlich ist jedes Mal Essen von einem so einem Siedler Neugeborenes mehr oder so. Naja, naja, gut, irgendwie sowas in die Richtung, sag ich mal. Wir haben den Proviantmacher, der ist aber viel zu langsam. Weiß ja gar nicht. Wir haben 13 Provianz. Na gut. Besetzte Wachtürme. Das haben wir jetzt ja schon gelernt. Ich weiß nicht, warum jetzt hier minus 5 dran steht. Achso, weil die wahrscheinlich zur Akademie gebracht werden. Aber da stellen wir noch welche von her. Ja, eigentlich habe ich das größte Problem mit den Leuten. Ne? Oh, da kamen schon wieder 2 dazu. Gut, das ist schon mal ein großer Unterschied zu Siedler 2. Beziehungsweise zu eigentlich Siedler 1, 2, 3, 4. Die. Ich muss mir hier wirklich Gedanken darum machen, wie ich meine. Muss man schon sehr früh darauf achten, dass man genügend Siedler-Nachstub erzeugen lässt. Wie auch immer man das jetzt ausdrücken möchte. Während das ja bei den anderen Siedlerteilen eher so ein Beiwerk war, sage ich mal. Also. Siedler sind ja im Prinzip einfach gekommen.
und man musste sich da jetzt nicht weiter drum kümmern. Während das jetzt hier schon meine Hauptaufgabe zu sein scheint, dafür zu sorgen, dass ich neue Siedler habe. Und daran bin ich momentan noch sehr schlecht. Wir haben keinen Stoff. Ja, das stimmt sogar leider. So, wir können jetzt also keinen Stoff machen, weil dieses Häuschen hier nicht besetzt ist. Oh, einer von dreien ist da. Arbeitenpersonal unvollständig. Ach je, Mine. So, priorisieren, Gebäude pausieren. Okay, das hier kann ich jetzt also priorisieren. Aha, dann kommt da eine grüne Fahne hin. Naja, die scheint ja zumindest immer mal dann und wann was zu essen. Geht langsam, aber sicher voran. Ich werde mal hier oben diesen einen Esstisch priorisieren. Aus der einfachen Hoffnung heraus, dass die hier oben dann relativ fix Kinder machen. So ein wenig meine Hoffnung. Proviant macht weiter Proviant, okay. Wir haben auch noch Feuerholz. Ich weiß nicht so genau, wo das eigentlich herkommt, aber es ist halt da. Der Holzwerkstatt stellen wir lustig Waffen her. 1 plus 1. Haha, wir müssen nur noch darauf warten, dass der zweite da reinkommt. Der dritte dann im Endeffekt. Ich hoffe, dass das mit der Priorisierung das tut, was ich denke, dass es tut. Muss auch sagen, ich fände die Buttons hier invertiert normaler. Also auch wenn ich jetzt in meinen OBS gucke, da kann ich die Aufnahme pausieren und um die Aufnahme zu pausieren, drücke ich auf den Pause-Knopf und nicht auf den Play-Knopf. Das finde ich mysteriös. Ich weiß halt auch nicht, ob ich die hier nicht eigentlich abreißen kann, weil die eh nicht funktionieren. Hier habe ich jetzt halt so viele Leute, die einfach vor sich hin gümmeln. Also, ich glaube, die gehören irgendwie doch zu dieser. Ne, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Jedenfalls hier diesen Marktstand und einen Esstisch. Müssen gebaut werden, so. Kann man hier die Geschwindigkeit anpassen? Kann man auch nicht. Schade. Naja, das hier läuft wirklich, wirklich nicht gut. Wirklich nicht so gut. Da habe ich einfach nicht gut gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Müsste ich also für die nächste Runde schauen wir uns mal genauer an. So, hier würde ich jetzt gerne einen Wachturm hinbauen. Mache ich jetzt auch einfach. Ach, das ist doch schon wieder ein schlechter Weg. Irgendwie so. Den Wachturm hin. So, ich soll eine Windmühle bauen. Kann ich das überhaupt schon mittlerweile? Ich habe hier eine Steinmühle, die wartet auf Material. Die wartet, dass Kalkstein dahin geliefert wird. Okay. Das heißt, wir können hier tatsächlich jetzt. Ui, das sind aber große Gebäude. Boah. Der dicker Klopper. Natürlich schon genauso vorbereitet, dass sie da hinpasst. Jetzt sagt nicht, dass die Bäckerei auch so ein Riesending ist. Ah, stehe ich schon gerne da unten. Das heißt, ihr werdet mal jetzt erstmal noch mal kurz hier dafür sorgen, dass hier oben
Kohle. Da ist Kohle. Nochmal irgendwo ein Stein. Gut versteckt. Ich finde ihn nicht. Da. 11 Steine. Naja. Was auch immer. Coole Tabelle. Output voll. Aber wir haben ja erst. Ich habe einfach nicht genug Träger wahrscheinlich. Auf, was ist hier eingelagert? Naja. Also ich weiß nicht, ich hätte schon gerne irgendwie einfach größere Lager noch. Das ist mir zu klein. Das ist mir zu klein. Ach, hier oben möchte ich hin. Schön aus da oben. Kann man hier überhaupt einen Weg bauen? Schwer. Naja. So. Meine Getreidefarm kann auch nicht mehr arbeiten. Na gut. Das war ja leider abzusehen. Oh, wir müssen immer noch auf das Personal warten. Wir sind immer noch bei 336. Aber bevor ich hier halt nicht jemand mit einem Messer hinkommt, geht nichts. So, ihr habt Stärkungsmahlzeiten. Warum kommen hier? Also, die Frage ist halt, warum gibt es keine Genussmahlzeiten? Ah, shit. Vielleicht kann ich auch gar keine mehr herstellen, weil mir irgendwas dafür fehlt. Ah, das wäre natürlich mega schade. Hier steht irgendwie immer mal einer dabei. Die ganzen Zahlen hier oben auch nicht. Ich habe 336. Hier oben steht, ich habe 70 frei. Verstehe ich nicht ganz die Zahlen. Ich hoffe jetzt einfach, dass. Ach so, oh, die kann auch nicht fertig werden. Nein. Verdammt. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich mich vielleicht schon jetzt hier in eine Sackgasse gebaut habe. Habe ich hier mein Messer gemacht? Ich habe mein Messer gemacht, okay. Wir haben also das Messer. Das war schon mal schön. Gehen maximal 10 militärische Einheiten rein, na gut. Hm. Wenn ich dich jetzt hier mal pausiere, dann gehst du weg. Packst du dann deine Werkzeuge weg und wirst wieder zu einem normalen Siedler? Das wäre natürlich gut für mich. Ich muss eigentlich sehen, dass ich diese Weberei hier besetzt kriege. Und du bringst mir auch gar nichts, das heißt, dich pausiere ich auch mal weg. Hier oben steht immer einer, dass einer für eine Aufgabe frei sei. Jetzt gucken wir hier nochmal in dieses Gildenhaus, ob wir hier ein Messer haben. Wir haben hier gar kein Messer. Weil... Aha. Gut. Da haben wir schon mal das Problem. Wir brauchen einfach noch mehr Messer. Das ist wahrscheinlich auch mal ganz gut, hier mal reinzugucken, was eigentlich so gestellt ist. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass uns eine Sichel fehlt. Da stelle ich aber mit Absicht nur ein Messer her, weil dann hoffentlich als erstes der Weber gemacht wird. So, Träger sind für mich die, von denen ich hoffe, dass ich die umwandeln könnte. Eigentlich gleich noch so. Ich brauche kein Seil erstmal. Ich brauche nur Stoff. Stoff und Schnaps. Oder wie auch immer dieses komische Lied geht. Das heißt, ich möchte gerne
noch so einen Stoffmacher haben. Ach Mann, ey. Tja. Stoff. Ist das jetzt Verarbeitung? Naja. So, dann machen wir einfach noch eine zweite dahin. Jetzt hoffe ich, dass ich hier meine Messer zusammenkriege. Diese Messer demnächst hier hingeliefert werden. Also, das ist schon mal eine Sache, wo man auf jeden Fall darauf achten sollte, dass man immer genug Werkzeuge hat. Oh, da kommt eins. Nein, nicht den Koch. Nein. Hier. Ah, perfekt. Okay. Ich hätte gehofft, dass das hier unten die Reihenfolge ist, in der es gemacht wird. Scheinbar sorgt die Gebäudepriorisierung nicht dafür, dass irgendwie die Herstellung da priorisiert wird. Und wie ihr gesehen habt, mein eines Messer, das ich mir noch hergestellt hatte, damit diese für mich wichtige Weberei besetzt wird, ist hier oben leider in die Taverne gegangen. Also entweder das mit dem Priorisieren funktioniert nicht ganz so richtig oder es ist einfach anders gedacht, als ich das gerne hätte. So eine Sache, über die ich noch gar nicht gesprochen habe, ist die Musik. Ich muss sagen, bisher ist mir die Musik nicht, wie soll ich sagen, negativ aufgefallen oder irgendwas in die Richtung. Aber leider auch nicht positiv. Also das hat ja gute und schlechte Seiten, sage ich mal. Weil Musik sollte nie vom Spiel ablenken. Auf der anderen Seite sollte Musik schon in einem Spiel ikonisch sein. Bei dem finde ich das jetzt hier gerade leider nicht so ganz ikonisch. So, wer bist du? Du bist ein Träger. Ich frage mich halt, wo jetzt das Messer bleibt. Da hast du das Messer in der Hand. So trägt man übrigens kein Messer. Bin mir da ziemlich sicher. Oh. Ja, also. Ja. Merke, wenn man zu Anfang schon mal einen großen Fehler macht, hat man schon mal ganz schön versaut. Vor allen Dingen einfach noch mehr Messer. Ihr Messer. Dann brauche ich ja noch mal mindestens drei für das andere da. Auch glaube ich der hier oben noch mal eins extra oder irgendwie so. Ah, komm an, Messer. Ist hier eigentlich Leder oder ist das bloß schön aussehen? Bisschen unhygienisch, dass das Fleisch einfach vor der Tür liegt. So, komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. Jetzt, jetzt. Jetzt geht's los. Puh. Das heißt, wenn ich jetzt die Maus hier rüber halte, steht Personal auf dem Weg. Ja. Ach, schön langsam. Ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen überrascht. Hier steht Weber, das ist für mich relativ eindeutig eine Frau und kein Mann. Und hier steht aber explizit Planiererin. Deshalb bin ich jetzt ein bisschen verwirrt, warum das so ist. Okay, also solange hier eine Zahl steht, die größer 0 ist, kann ich irgendwelche Leute machen. Das ist schon mal gut zu wissen. So, ist aber noch nicht, was jetzt der Unterschied zwischen diesen Eisenbahnen mache ich aus Eisenerz und was mache ich jetzt mit dem Kupfer eigentlich? Denn hier steht Kupfer oder Eisenbahn.
Wo kommt denn der Kupferbahn her? Eisenerz, Kohle. Eisenerz, Silbererz, Kohle. Wo geht denn mein Kupfer hin? Das hier gebraucht? Nein. Ach, guck mal, Bögen brauchen Seile. Gut, wenn ich hier halt jetzt nichts mehr zu tun habe, ne? Stellen wir halt einfach noch ein bisschen was davon her. Warte, nix. So, ach, Bronzeschwert. Bronze? Okay. Guck jetzt einfach mal, ob ich jetzt hier 10 Soldaten machen kann. Apropos, ist das hier unten eigentlich fertig? Ah ja. Allerdings sind ja hier 0 da, weil hier 10 sind. Die schicken wir mal raus. So, bald ist auch unsere schöne Windmühle fertig und ich hoffe wirklich, dass es dann vorangeht. Der fehlt Stoff, die ist auch nicht bald fertig. Ah. Macht Mehl. Das braucht Feuerholz. Na gut. Machen wir erstmal noch einen Brunnen. Brunnen, 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 Brunnen. Ich dachte am Anfang, ich brauche viel, viel mehr Brunnen, aber der holt auch nicht so viele. Und dann hatte ich gerade noch einen Gedanken, was ich brauche, den ich vergessen habe. So, wenn die fertig sind, Personal kann ich arbeiten und wahrscheinlich Personal auf dem Weg. Okay, also hier warten wir jetzt noch auf einen. Dann arbeitet das Ding da auch endlich los. Hier... Ich finde es auch schön, wenn hier irgendwie so ein bisschen eine Geschwindigkeitsanzeige wäre, sag ich mal. Einfach um zu wissen, wie schnell oder langsam das doch abläuft. Aber naja. So, hier wird jetzt einer gemacht, hier wird einer gemacht. Okay. Das heißt, ich stelle diese hier wieder... Oh, nicht priorisieren. Ich lasse diese hier wieder laufen. Oh... Mein Marktstand wird gebaut. Danach, oh, danach ist der Esstisch dran. Und danach priorisieren wir noch dieses Gebäude hier. Dass hier auf jeden Fall der Stoff hingeht. So, und jetzt kann ich auch hier zum Beispiel, den hatte ich zwar pausiert, aber ich glaube, das hat gar nichts geändert, weil die Leute ja eh schon existent waren. Kann auch alte Bäume fällen. Ah, wenn ich Bäume loswerden will, kann ich hier einstellen, alle Bäume fällen. Ah ja. Ich habe das... gar nicht, ob die Insel hier wirklich so riesig groß ist. Ja, muss hier. Ich habe bisher 14% der Insel nur eingenommen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass ich für dieses Spiel viel, viel, viel zu langsam bin. Viel zu langsam. Aber naja. So, warum habe ich das jetzt eigentlich alles nochmal gemacht? Ach ja, weil ich mir dachte, dass meine... Warum bist du jetzt hier eigentlich immer noch priorisiert? Weil ich gehofft habe, dass die hier viel, viel mehr essen können. Dazu muss aber die hier laufen. Die hat keine Kochzutaten. So, der hat auch gar keine Kochzutaten, steht hier sogar. Ist auch effektiv, dass diese Marktstände mir hier da gar nichts bringen. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich verliere jetzt wahrscheinlich meine 30 Steinpilze einfach, ne?
nicht. Die werden da hingepackt. Sehr schön. Okay, Gebäude abreißen, packt das Zeug, was man drin hatte, einfach irgendwo hin in die Nähe. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Ich merke schon, je mehr man ins Landesinnere kommt, desto unwegsamer wird das ganze Land auch. Was soll uns ja nicht weiter stören. Wir bauen jetzt hier einfach noch einen Wachturm hin. Auch hier bauen wir einfach. Mensch, ich finde nie die Gebäude. Obwohl es eigentlich so offensichtlich ist, welches ich nehmen muss. Also wir kriegen leider immer noch keine neuen Siedler, aber hier oben ist ja auch noch das Personal unvollständig. Jetzt hoffe ich, dass wir zum einen hier. Ah, wir haben genug Stoff dafür, sehr gut. Ich hoffe jetzt, dass ich damit. Jetzt die Waren da auf einmal herkam, aber naja. Ich hoffe jetzt, dass ich damit genügend Waren zur Taverne gebracht kriege, dass die dann da auch essen können. Ach guck mal, hier unten wird wieder gegessen. Ah, yam 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 yam. Das würde bedeuten, dass es hier hoffentlich demnächst mit den Kindern wieder vorangeht. Also was ich so ein bisschen für ein Problem habe, ist, dass ich nicht genau einschätzen kann, wie viel... Also was mir jetzt fehlt oder was ich brauche. Bei Siedler 2 war für mich die Anzeige ein bisschen... Waren mir für mich die Anzeigen einfach ein bisschen eindeutiger. Jetzt bin ich, um ehrlich zu sein, ein bisschen... verloren manchmal, um zu sehen, was ich jetzt eigentlich brauche. Es ist schön, dass ich hier oben sehe, dass ich irgendwie Himbeeren und was weiß ich nicht alles habe. Doof gesagt, eigentlich will ich, wenn ich jetzt mir hier schon Übersichten anmache, ja wahrscheinlich irgendwie schon alles sehen. Also gut, ich meine, vielleicht, das Holz interessiert mich jetzt vielleicht nicht mehr, aber... Ich habe hier fast mehr Interface, als ich weil sie da zweimal auf dem Map gefüllt. Ach, du bist immer noch priorisiert hier. Ja, das ist natürlich auch schade. Ich dachte, das ist nur für den Bau. Aber ist egal. Wir stellen Stoff her. Wir stellen Eisenbahn her. Hier hinten wird auch Stoff hergestellt. Alles schön. Personal unverständlich. Das ist wahrscheinlich, weil wir immer noch nicht genug Messer haben, weil wir 3000 Messer brauchen. Doch, wir haben 5 Messer. Keins ist reserviert. Hier sind bestellt. Okay. Nicht so hin. Aber essen die jetzt hier wirklich was oder sitzen die jetzt hier eigentlich nur so rum und... Oh. Ach, die würden gerne essen. Aha. Das stellt aber was her. Ich weiß nicht, wofür eine Stärkungsmahlzeit da ist. Will ich nicht mehr haben. Genussmahlzeit für mehr Kinder. Gehst du jetzt eigentlich hin? Ach so. Das hätte ich wahrscheinlich auch mal mir Gedanken drüber machen sollen. Die laufen natürlich alle schon immer dahin,
wo sie, also der Koch bringt das Essen natürlich bis an den Tisch. Das heißt, die latschen hier auch immer ganz schön weit. Das ist also maximal ineffizient. Aber na gut. So, was hast du hier in der Hand? Ein Korb. Gehst du irgendwelches neues Zeug holen? Na gut. So, weil ihr esst doch jetzt hier schön vor euch hin. 9 von 20. Es essen immer 4 Leute. Das jetzt verstehe. Ich verstehe zwar nicht den Zusammenhang hier in den Häusern, also das ist mir nicht so ganz bewusst. Aber ja. Naja. Können wir mal so ein bisschen die Gebäude abreißen, die wir eh nicht brauchen, weil die quatschig platziert waren. Doch auch cool, dass ihr hier einfach den Berg hochlauft. Das Kupfer abzubauen? Ne, da ist noch ein bisschen Kupfer. Output-Stapel voll, Output-Stapel voll. Hier sind auf jeden Fall 10 Leute drin. Wir wollen ja das Silber möglichst zeitnah haben. Bisher sind die Soldaten rausgekommen? Weiß man auch nicht so genau. Ich hätte gedacht, das schon. Hier sind 0 drin, hier sind 10 drin. Drin. Das habe ich doch immer noch in Summe bloß 20. Ich habe 30. Okay. Also nochmal, hier sind 10. Ach, hier sind 0 plus 10. Ach, hier kommen gerade 10 an. Ah, haha. Wo sind die, die ich da rein haben will? Ach, hier. So, das heißt, die tun wir da raus und hier rein. Hier ist auch Maximum. Aha. Aha. Gut. So, Siedler geht jetzt ein bisschen langsam voran. Personal ist unverständlich. Na gut. Hier los ist. Wir haben Arbeiter bestellt, aber wir haben keine Messer oder was? Steht, ich habe 8 Messer. Hier im Lager? Ach so. Was ist denn, wenn ich das jetzt wieder priorisiere? Werden jetzt die Messer vielleicht schneller gebracht? Na gut. Ich weiß nicht, hier steht Personal unvollständig, aber arbeiten die trotzdem? Weil nach dem Tisch hier sieht es ja schon danach aus. Na gut. Das sind jetzt schon wieder Fragen. Haben wir eigentlich viele Gebäude noch nicht gebaut? Ich habe noch keine Arcana-Akademie gebaut. Ist natürlich auch spannend, dass die hier schon gezeigt wird, wenn die anderen so ausgedingelt sind. So, mit der Waffenschmiede. Brauche ich Waffen? Das ist mir relativ bewusst. Frage ist nur, wo kloppe ich das Ding jetzt hin? Naja. Hier oben, das kann ja nicht schaden. Brot backen 0 von 1. Wartet auf Material. Okay. Eigentlich sollten wir demnächst Brot kriegen.
Das heißt, eigentlich hier sollte ich mich jetzt gerade wieder wahrscheinlich um eine Möglichkeit kümmern, hier irgendwie die Waren einzulagern. Das heißt wahrscheinlich, jetzt denken wir doch mal kurz drüber nach, ob das funktioniert. Also wir können hier eigentlich doch Lager bauen. Und in diesem Lager Kategorie Holz, Art Feuerholz. Ah ne, ich muss das einstellen, okay. Warum kann ich denn nicht einfach die Ware einstellen? Ich meine, wenn ich das jetzt hier umstelle. Das heißt, da kann ich jetzt Feuerholz einlagern, damit dieser Bäcker hier möglichst schnell arbeitet. Ich meine, hier drüben ist sein Brunnen, an den kommt er gut ran. Jetzt ist die nächste Frage, wer arbeitet eigentlich schneller? Die Bäckerei oder die Windmühle? Ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass wir hier auch so ein 2 zu 1 Prinzip haben können. Oder hoffe ich mal. Also ich baue eine zweite Bäckerei. So, meine Siedlerzahl steigt endlich, wenn auch langsam. Geht's doch voran. Sehr langsam. Ich weiß auch nicht, wie ich hier diese Anzahl von Holzsperren komme. Ach, hier sind noch 8. Warum das denn eigentlich? Weil ich wahrscheinlich zu wenig Träger habe und deshalb wird hier nichts rumgeräumt, ne? Mir so ein bisschen, dass ich, also ich meine, ich kann ja hier auch die Wege abreißen, sage ich mal. Aber mir fehlt hier so ein bisschen jetzt, dass ich ziemlich genau bestimmen kann durch Wegbau und so weiter, was man wie wohin transportiert wird. Nein, Sub. Wird es deaktiviert. Ach so, habe ich ausgemacht. So, was ist das hier? Kupfer. Hier im Wald ist Stein. Na gut. Jetzt ist es so ein bisschen für mich die Tage. Hier gibt es bloß Tagebau. Also was mir schon fehlt, und da bin ich ehrlich, das ist ja auch eines der großen Probleme, die Siedler 2 schon hatte. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß Karten am Ende dann sind, ne? Also das kann jetzt gut sein, dass eine Karte hier, weiß ich, wie riesig sein wird und ne? Dass man da wirklich sich lange, lange ausbreiten kann. Aber mich jetzt so ein bisschen schon wieder stört oder was für mich ein Gedanke ist, den ich habe, ist einfach der folgende. Wenn ich jetzt hier all meine Ressourcen abgebaut habe und alle anderen auch, dann kann man halt in so eine Pattsituation kommen, weil es kann man gar nicht, oder? Es gibt keine Pattsituation, weil man immer diese komischen Holzspeermenschen bauen kann. Also es gibt immer die niedrigste Einheit. Na gut.
können jetzt das da herstellen. Das heißt, ich kann hier diese Soldaten bauen. Wir machen davon 10. Davon nochmal 5. So, hier oben ist zum ersten Mal die Zeit, die Zahl ein bisschen gestiegen. Von 69 oder was das war auf 71. Ist natürlich immer noch nicht das Beste, aber... Ich glaube, da muss ich jetzt durch. Hier sitzt einer allein und isst. Ganz alleine. Finde ich nicht gut. Oh ne, da muss ich jetzt durch. Stellen hier einfach noch mehr Häuser hin. In der Hoffnung, dass das all unsere Probleme löst. Auf 74 schon. Jetzt geht's aber voran, du. Ich verstehe nicht, warum hier Stärkungsmarzahl drin ist, obwohl ich doch hier den Haken rausgenommen habe. Verstehe ich wirklich nicht. Unerklärlich. Warum der Koch hier mit einem vollen Körbchen dahin geht, verstehe ich auch nicht. Guck mal, die brauchen auch mehrere Materialien. Aber die nehmen einfach von allem so ein bisschen. Lustig sind, hier ist Fleisch. Ach, die kommen ja von hier unten. Ach, stimmt. Kam ja von hier unten auch nach da oben oder so. Das Dumme ist halt, dass diese Marktplätze sich auch gar nichts bringen. So, und wie man sieht, habe ich nicht genug Feuerholz. So, dafür hätte ich jetzt den hier eingetragen. So, der stellt auch wirklich Feuerholz in Massen her. So, was ist hier los? Den hier doof, ach so. Wahrscheinlich werden wieder die ganze Zeit meine... Oh, schaut mal hier. Wir haben Einwohner verfügbar für Aufgaben. Das heißt, endlich kriegen wir, glaube ich, mehr Leute, als wir brauchen, damit hier irgendwie alles läuft. Ja, doch nicht mehr. Schade. War eine sehr kurze Freude. Aber es geht voran, denke ich mal. Es geht voran. So, eine Rüstungsschmiede sollen wir auch bauen. Machen wir. Das hier soll ja mein toller Wohnpark irgendwie werden. Weiß leider nicht, ich verstehe das nicht ganz. Wir haben hier 2 von 6. Hier sind 4 bestellt. Ich brauche ein Messer. Hier. Ne. Hier steht, wir haben 10 Messer. Ich verstehe nicht, warum das nicht dahin transportiert wird. Die warten auf Material. Der hier sammelt. Okay, also wir haben insgesamt produzieren wir gar nicht genug Flachs. Die Frage ist, kann ich Flachs anbauen? Wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich müsste jetzt eigentlich mal Ausschau halten nach Flachsfeldern. Ich hier gar nicht. Baut
dir das auch selber an. Du sammel mal du hier nur eine Flachs. Ah, hier steht Seile her. Na gut, ihr könnt von mir aus beides herstellen. Hier wird weiter auf Essen gewartet. Also wo die Tische stehen, ist ja scheinbar egal. Und die Output-Stapel eh voll. Kann ich bestimmt auch einstellen, was ich habe. Ah, ich kann Flachs anbauen. Aha. Aha. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum das hier alles so wild durcheinander gewürfelt ist. Das gleiche gilt dann wahrscheinlich auch hier. Ah ja, Kürbis und Dinge. So, daraus können wir uns doch jetzt angucken, was eigentlich hier diese Genussmahlzeit braucht, oder? Nein, können wir uns nicht. Schade. Ich habe gehofft, dass wir das irgendwie sehen. Ja, gut. Und du brauchst dafür Eisenbahn. Also eigentlich brauchen wir ganz schön viel Eisen. Zumindest wenn wir hier hinten diese ganz, ganz krassen bauen wollen. Ich meine, das hier sind ja im Prinzip die, obwohl die hier scheinen ja. Also ganz durchschaue ich es nicht. Das hier sind eigentlich die krassesten Soldaten. Frage ist, warum sollte man 2 Eisen für eine Veteranenwache investieren? Also, was macht denn eine Veteranenwache Besseres als ein fortgeschrittener Soldat? Weil für mich, also warum rein kostentechnisch? Ich hätte jetzt nicht Lust, 2 Eisen zu. Ach so, weil das eigentlich Silberbahnen sind. Was brauchst du? Du brauchst eine Eisenkrone. Du brauchst nämlich 3 Sachen aus Eisen. Die kosten 3 Eisenbahnen. Also, wenn der hier halt 150%, also ich hätte halt gedacht, der ist irgendwie doppelt so gut, brauchen wir nicht das Doppelte an Material. Dann würde ich ja lieber die hier bauen als die anderen. Viel günstiger im Endeffekt. Naja. Hier oben Eisenerz. Eigentlich wollen wir das Eisenerz gerne haben. Jetzt schauen wir nochmal. Wir haben hier ganz viel Stein. Wir haben auch eigentlich ganz viel Grenzsteine. Die brauchen wahrscheinlich einfach nur ewig, bis sie da oben mal hin transportiert werden. Der Sammler hat alles voll. Dessen Ausbaustapel ist auch voll. Na gut, komm her, dann. Hier noch so eine Steinmühle dahin, ne? So, dann bauen wir da halt noch mehr von den. Also, wird jetzt hier eigentlich was eingelagert? Feuerholz. Gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts. Pilz. Ist mir leider auch nicht so ganz klar, so warum ist diese Sammlerhütte jetzt voll und warum wird das nirgendwo hingelagert? Den wollte ich ja mal einstellen auf Bäume fällen, nur ausgewachsene Bäume fällen. So. Ich wollte gucken, ob ich hier diesen Wald jemals loswerden kann, aber ich glaube, das geht einfach nicht. Ich glaube, das ist nicht möglich. Oh, jetzt sehe ich gerade, dass das Video wieder so laggt. Warum ist das so? Das wäre ja richtig scheiße, wenn das jetzt schon länger so wäre.
So, ja, ich habe festgestellt, dass meine Aufnahme bisher ziemlich laggy scheinbar zwischendrin war. Das war da ein Problem irgendwie von OBS scheinbar gewesen. Ich habe das jetzt nicht so recht mitgekriegt und habe das jetzt von, also weil ich ja Fenstermodus Vollbild spiele. Selbst mit Fenstermodus hat das ja nicht richtig funktioniert und ich habe jetzt mal umgeschaltet auf Bildschirmaufnahme und zumindest in der Preview von OBS sieht es jetzt flüssig aus. Ist jetzt wahrscheinlich sehr schade, dass das so lange so laggy war. Aber naja, was soll man machen? So, also ich wollte ja eigentlich zwischendrin mal probieren, ob ich hier diese ganzen Bäume irgendwie weggefällt kriege, aber ich glaube, das ist mir einfach nicht möglich. Ich glaube, man kann Wälder nicht loswerden. Was für mich so ein bisschen die Frage jetzt immer noch nach diesen Förstern hier aufwirft, was mir die eigentlich bringen. Wahrscheinlich kann ich mit denen einfach nur besser festlegen, was für Waren ich haben möchte. Ich soll einen fortgeschrittenen Soldaten machen. Die sind also ganz schön teuer. Aber das macht ja nichts. Dann möchten wir natürlich auch gleich 5 haben. Obwohl eigentlich will ich immer gleich 10 haben. Und ich finde ein bisschen schade, dass ich nicht so recht sehe, also ich sehe jetzt hier, dass ich 108 Bewohner habe und dass keiner für irgendeine andere Aufgabe hat, also alle sind voll beschäftigt. Ich weiß aber nicht, wie viele ich eigentlich haben wollen würde, quasi sozusagen. Also, wie viele sind denn jetzt eigentlich die, die ich haben möchte? Das ist mir so ein bisschen fraglich und ich weiß auch nicht, warum die hier zum Beispiel nicht besetzt werden. Also, es steht da, ich habe ein Messer. Steht hier, dass bestellt wurde. Oder geht es jetzt nicht? Doch, das hat doch vorhin auch funktioniert, als hier vorne einer bestellt war. Das ist mir leider auch nicht so ganz klar. Vielleicht funktioniert es ja auch momentan einfach nicht. So, diese Unterbrechungen mit Telefon sind ja immer schlimm. Aber was will man tun? Von daher, das wirkt jetzt wahrscheinlich ein bisschen zusammengeschnitten hier, das Video. Das liegt aber auch nur daran, dass das ein bisschen zusammengeschnitten sein wird, das Video. Und an nichts anderem. Und jetzt baue ich hier weiter mein Siedlerparadies aus, was irgendwie nicht so schön will, wie ich mir das vorstelle. Das sind ja schlechte Straßen geworden. Verstehe ich auch nicht, warum der Autobahn mir gerade so eine komische Schrägstraße gemacht hat. Während der manuelle Bau jetzt hier so einen schönen gemacht hat. Das ist Fragen über Fragen. So, jetzt schauen wir mal, wo wir. Ich habe vergessen, wo die Häuser hier sind. Hier sind die Häuschen. So, und so. So. Jetzt können wir hier tatsächlich so ein komisches. Dann ist dieses Snap. Oh, hier gibt es halt jetzt dieses Snapping. Und ich kann das nicht weit genug nach rechts machen, um hier diesen Weg zu machen. Dafür muss ich das von der anderen Seite starten. Also, Wegbau ist ein bisschen hakelig noch, muss ich sagen. Ich würde ihn jetzt nicht als vollständig gut bezeichnen. Und jetzt ist zum Beispiel hier der Vorschlag, so einen Weg zu bauen. Aber dann darf ich auch wieder nicht mehr weiterbauen von der Seite, weil ich jetzt irgendwie unbedingt von da starten muss. Auch nicht so toll ist irgendwie. Ich kann doch jetzt. Naja, gut. Von mir aus. Dann halt so. Achso, die Omen sind ja immer noch nicht verbunden. Hahaha.
Zeit. So. Da sollten jetzt Sie lernen, noch unten näher kommen. Die Idee ist, dass ich eine zweite Schmelze noch bauen soll. Das kann ich mir gut vorstellen. Das klingt auch sinnvoll für mich. Verarbeitung. Das ist immer noch für mich nicht die richtige Stelle irgendwie. Hier sind ganz seriöse Wege, aber bauen wir das mal noch so. Zack. Ja, wie auch immer, so ungefähr. Was sollte ich jetzt noch bauen? Achso, eine Münzprägerei, genau. Weil die ist jetzt auf einmal in der Verarbeitung. Aber was ist denn jetzt an der Schmelze eine andere Verarbeitung als an der Münzprägerei? Das ist irgendwie. Irgendwie ist das nicht so. Ja, und sinnvollerweise wäre die ja irgendwo hier. Was ich aber nicht hinbauen kann. Naja, von mir ist hier hin. Da bauen wir die Münzprägerei hin. Ach, die braucht Kupfer. Ah, die macht Kupfermünzen. Was soll ich denn mit Kupfermünzen? Ah. Naja. Ich habe ja hier auch schon meine Schatzkammer gesehen. Die bauen wir natürlich hier schön zentral irgendwo hin. Wir haben hier 13 plus 3 und hier wird wirklich ordentlich Brot gemacht. Yummy. So, ich stelle jetzt mal hier plus 10 ein. Vielleicht gucken wir dann hier endlich mal die Waren an. Hier, die werden auch irgendwie nicht mehr produziert. Ich meine, ich könnte jetzt nochmal probieren, den zu stoppen und nochmal zu starten. Ob das vielleicht hilft. Wir haben auch eine Axt. Wir haben ja eigentlich alles. Ich pausiere jetzt mal das hier irgendwie kurz. Aktiviere das nochmal. Vielleicht wird es jetzt gebracht. Ich brauche einfach noch so ein Gildenhaus. Tja, wo war das? Das müsste eigentlich hier sein. Aber natürlich nicht. Dann doch Ausrüstung und Ausbildung. Ah ja. Ah, dann habe ich dafür wieder keinen Platz hier. Hier würde das hinpassen. Frage, ob da irgendwo ein Weg geht. Gut. Dann kommt das dahin. Also hier steht zumindest dabei, dass es jetzt gebracht wird. So, jetzt stellen wir hier auch einfach mal 10 ein und hier auch einfach mal 10. Dann sollten ja eigentlich auch hier Dinge passieren. Man, mich ärgert es immer noch, dass ich das mit dem Video erst jetzt mitgekriegt habe. Das ist wirklich sehr schade. Ach, hier hinten ist auch noch Kupfer. Na gut. So, hier wird auch noch abgebaut. Ich muss leider, wie gesagt, ich weiß nicht so ganz genau, wann ich jetzt vielleicht das Brot brauche und wann was anderes.
Wenn ja jeder Proviantmacher sagt, er braucht ein Boot. Achso, hier bei dem steht das daneben. Schau mal. Wir können aus Brote Proviant machen. Oder aus diesem ganzen anderen Kram hier hinten. Also ein Brot macht zwei Rationen. Okay. Aber was habe ich davon? So, und dann hätte ich mir wahrscheinlich mal angucken sollen, wie eigentlich hier meine komische Deckerposten funktioniert. Entdeckt die Insel, ja. Was heißt das? Kann ich den jetzt hier zum Beispiel... Keine Ahnung. Jetzt... Ich hoffe, wie man da hinkommen soll. Hier diesen Berghof irgendwie. Wenn ich jetzt hier den Punkt hinsetze. Was passiert denn dann? Achso, siehst du, diesen Stein mit hier, den ist die falsche gewesen, die ich gebaut habe. Ach Mann. Ich muss natürlich den Stein Metz bauen. Ah, so ein Pech. Was ist hier los? Gar nichts. Warum seid ihr auf Patrouille? Habe ich jetzt nicht verstanden, was die machen. Warum seid ihr auf Patrouille? Weil ihr keinen... Ah, ihr habt keinen Grenzstein. Okay. Sehe ich ein? Akzeptiere ich. So, hier hinten werde ich auch nicht mehr weiter expandieren. Hier gibt es halt nichts. Leuchte. Hier ist viel Kohle. Hier ist ein krasser Berg. So, euch habe ich dahin gescheckt. Das möchte ich aber nicht mehr. Ich möchte hier weiter. Da kann ich jetzt auch... Das ist jetzt so eine Frage, kann ich auch den hier machen? Ah ja. Okay, jetzt sage ich, ich möchte das da gerne erobert haben. Wenn ich zum Beispiel mit denen jetzt hier sage, hier hinten ist Eisen, da möchte ich gerne hin. Das ist ja nicht schlecht. So, jetzt habe ich leider verpasst, wie es geht. Also ich habe 140 Platz scheinbar und 673 Unterkünfte bisher. Achso, was habe ich noch nicht probiert? Ich habe noch nicht geprobiert. Oh, hier wird jetzt mal doch endlich wieder einer hergestellt. Okay. So, Rucksäcke. Wer baut denn eigentlich Rucksäcke? Du nicht, du nicht. Du nicht. Du nicht. Hier hinten nicht. Wozu auch immer ich das hier gebaut habe. Wer baut Rucksäcke? Auch für Baustellenträger Rucksäcke. Aber wer baut Rucksäcke? Also schauen wir noch mal nach. So, eigentlich sollte es von denen hier ja keiner sein können. Das wäre irgendwie Quatsch. Sollte auch kein Nahrungsding sein. Auch das hier ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Auch das nicht. So, die Weberei stellt her. Nein. Ach, da steht ja alles immer schön dabei. Also siehst du, die Münzprägerei wollte ich noch nicht fertig. Coming soon. Wilde Waffen. Man kann keine Rucksäcke herstellen.
Zumindest finde ich hier nichts, wo ein Rucksack rauskäme. Aber ich mag tatsächlich sehr, dass man hier direkt sieht, wofür das Ding eigentlich gut ist, was es braucht. Ja, also entweder ich bin blind oder man kann das nicht herstellen. Na gut, dann können wir halt keine weiteren Träger ausbilden. Baustellenträger. Dann gibt es da einfach ein hartes Maximum. Nach aktuellem Stand. So, wir haben eigentlich auch diese eine Axt, die wir da brauchen. Aber wir können ja mal irgendwie alles auf 5 wenigstens aufstocken. Damit wir da jetzt irgendwie nicht die Probleme haben. Ich mag diese Zahlen da oben nicht, dass sie nicht gerade sind. Eigentlich hätte, wenn dann hier der hingehört. Bisschen ärgerlich irgendwie, bisschen ärgerlich. Ja, wofür die Fackel gut ist, weiß ich auch nicht. Ich vermute mal, dass das für diese Erkunder-Gilde gut war oder wäre. Aber naja. Ach, der Steinmetz braucht Hammer und Meißel. Naja, gibt irgendwie Sinn. So, hier haben wir auch die Waffen, die werden halt auch irgendwie nicht transportiert. Was sehr schade ist. Ich frage mich immer noch, ob das an den fehlenden Siedlern liegt. Oder an irgendwas anderem. Und 500 Pionieren. Auch nicht. Warum die jetzt lieber da an dem Schiff als hier an Land? Möglich. Ah, man kann wirklich sehr schön festlegen, dass die einfach ganz genau dahin sollen. Na gut. Na gut, na gut, na gut. So, wir haben bisher 36 Soldaten. Ich habe gesagt, ich will 10 solche guten haben. Jetzt ist die Frage, wie hier meine Produktion aussieht. Also das sieht eigentlich gut aus. Da haben wir 5. Wir haben aber kein Schwert hergestellt. Ah, ich will auch Silberdegen herstellen. Das wäre natürlich Quatsch. Eieiei. Ich möchte natürlich lieber Eisen haben. So, und jetzt ist die Frage. Wir haben 8 Eisen und 8 Eisenerz. Okay. Wir haben auch 2 Schmelzhütten, das ist also auch alles nur eine Frage der Zeit. Und wir sollen Silbermünzen einlagern, alles klar. Aha, ich habe jetzt also jetzt habe ich ungefähr die Hälfte der Karte hier erkundet. Sieht für mich gerade nach so einer typischen 4-Spieler-Karte aus. Wo man irgendwie links an den Rand gehen kann. Ich meine, dadurch, dass es den Kampf noch nicht gibt, kann man das halt alles auch gar nicht so ganz genau abschätzen. Nochmal Kohle und Silber. Naja, warum setzen wir da denn nicht unseren Punkt hin? Hier ist bestimmt ganz gut. So.
Wir haben genug Kohle, wir haben von allem genug. Ich glaube, ich brauche immer noch einfach viel, viel mehr Seele. Hungrige Minenarbeiter. Oh, scheinbar geht es langsam hier endlich mal wieder voran. Also ist vielleicht wirklich das Problem gewesen. Gibt es hier... ich habe so ein bisschen überlegt, hier gibt es keine Reihenfolge, die ich einstellen kann für die Warentransporte. Das ist so ein bisschen schade, sage ich mal. Das sind wirklich alles einfach Träger. Okay. Jetzt haben wir auch wirklich alle hart am Arbeiten. Ja, Herstellung ist im Gange. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, brauche ich im Endeffekt einfach nur noch viel mehr Leute. Das scheint mir so ein wenig mein Hauptproblem zu sein. Von daher bleibt mir jetzt wohl nichts anderes übrig, außer zu sagen, ich möchte gerne Nahrung, noch eine Taverne haben. Habe ich wieder vergessen, die Taverne braucht immer Marktplätze, von denen sie ihre Waren holt. So, da haben wir Marktplätze, wo es Waren hergibt. Man darf den Marktboden nicht vergessen. Gebraucht wird. Und dann kommt neben die Taverne diese Essensplätze. So, und da habe ich mir jetzt eigentlich gemerkt, es ergibt auch nicht viel Sinn, mehr als 6 Essensplätze zu bauen. Snappt das gerade nicht so recht. Also aus dem einfachen Grund, wir haben ja 6 Köche und die werden nie mehr als 6 Essen raushauen können. Das heißt, wir bauen jetzt hier 6 davon hin. Das klingt für mich jetzt erstmal schon nach einem... Naja, ich glaube jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber zumindest nicht dummen Weg, den ich da einschlage. Und dann müsste man sich jetzt halt eigentlich genau angucken, wie hier so die Lage ist, dass man hier irgendwie... Das ist halt so ein bisschen schade, dass man das nicht irgendwie gut abschätzen kann. Irgendwie will ich jetzt ja hier anfangen zu bauen. Dann hier... Ist das schon schief geworden? So will ich das ja eigentlich ungefähr haben. Da fehlt mir wirklich, dass ich in irgendeiner Form so ein richtig festes Grid machen kann. Naja. Machen wir doch einfach alles voll hier mit irgendwelchen Wohnhäusern. So, und die sind hier mit ihrem Land einnehmen wirklich ganz stupide und bauen das da einfach hin. So, da ich das ja hier eh nie... Der stellt zum Beispiel nämlich nur Feuerholz her und sein Output-Stapel ist voll. Ich weiß nicht so ganz, wie das geht. Steht 0. Achso, das ist voll.
Deshalb kann er nichts herstellen. Da kommt noch einfach hier auch ein bisschen Feuerholz daraus. Das brauche ich auch nicht, ich habe eigentlich von allem genug. Ich weiß zwar nicht, wo das alles rumliegt, aber ich habe wohl von allem genug. Ich brauche gar nichts. Das Personal ist auch noch unvollständig. Naja. So, da hinten soll jetzt mein riesig großes neues Gelände entstehen. Ich bin mal gespannt, wie das läuft. So, wir haben sonst noch das nächste Problem, dass wir von Gemüse auch nicht genug haben, bestimmt. Ja, und dann machen wir einfach noch Felder. Felder sind doch einfach umsonst. Also ich finde das... Ich muss mich da jetzt leider schon wieder ein bisschen drüber aufregen, weil ich finde das Felderbauen echt nicht spannend. Ich finde das irgendwie schade. Ich hätte mir bei den Feldern noch eine andere Art der Herausforderung wünschen irgendwie. Ich weiß nicht genau. Mir fällt da jetzt auch nichts Gutes ein. Ich habe gerade überlegt, ob Felder vielleicht irgendwie eine bestimmte Form haben sollten, immer sozusagen. Aber ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, was man, also vor allem wie man das abbilden will. Jetzt im Sinne von, also wenn es irgendwie drei Formen von Feldern gibt, dass man weiß ich nicht, ne, dass man die sich Gedanken machen muss, wie man die irgendwie platziert. Dann hat man natürlich aber das Problem, dass dadurch, dass man ja Felder abreißen kann, man dann einfach die Formen, die quasi nicht gut passen, die könnte man dann einfach wieder abreißen. Irgendwie sowas in der Richtung. So, was ich auch noch nicht probiert habe, ist, ob man hier eigentlich Wege einfach so durchbauen kann. Okay, also hier geht ein Weg einfach durch. Dann bauen wir den doch auch einfach. Das ist ja wie eine Abkürzung. Ist ja auch 17% erst eingenommen. Naja, wir bauen hier hinten einfach noch so einen Deckerposten hin. Können wir von da noch ein bisschen entdeckern. Doch echt viel Eisen. Hier ist ja auch noch Kohle. Weiß ich ja auch noch. Wir haben hier einen Silber-Tagebau. Wir haben hier einen Eisentagebau. Wir bräuchten jetzt halt hier noch einen Kohletagebau und noch einen Kupfertagebau. Also ich meine, meine anfängliche... nee, nicht Kupfer, Stein. Meine anfängliche Sorge, dass man keine Rohstoffe mehr schnell hätte, sind irgendwie ein bisschen... waren vielleicht ein bisschen verfrüht. Aber... insgesamt schon nicht ganz so toll. So, wir haben 220 Träger mittlerweile, also geht immer noch steil bergauf. Wir haben noch Platz für 60 weitere. Ja, was jetzt hier los ist, weiß ich halt leider auch nicht so genau. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich weiß, also die werden jetzt tatsächlich doch endlich mal fertig gemacht. Oh, je, je.
Nach so langer Zeit. So, wo man sich hier Flachs anzeigen lassen kann. Da ist Flachs. Man sieht jetzt hier schon ganz schön, dass ich mehr Weizen mache, als ich verarbeite. So, das bedeutet, dass ich theoretisch wohl noch eine Windmühle bauen könnte. Also ist hier wahrscheinlich 1-1 oder sowas. Ich weiß halt leider auch nicht, ich kann das nicht so recht einschätzen, wie viele Felder die eigentlich bearbeiten können. Das ist so ein bisschen schwer für mich. Der Brunnen hier, na gut, hier könnte man noch einen zweiten Brunnen bauen, ja. Hier könnte man noch einen zweiten Brunnen bauen. Hier könnte man noch einen zweiten Brunnen bauen. Oh, Personal unvollständig. Hier, wir haben eigentlich Äxte. Drei Äxte, wovon zwei reserviert sind. Die werden eben einfach wieder nicht transportiert. Aus mir unerklärlichen Gründen. Die Leute sitzen hier, haben Hunger, kriegen nichts zu essen. Die Herstellung ist im Gange. Da kommt die nächste leckere Nahrung. So, hier. Ja, scheint auch zu laufen vor sich hin. Nicht optimal vielleicht, aber es geht doch voran. Eigentlich möchte ich ja jetzt eine Münze produzieren. Hier hinten passiert jetzt auch gar nichts mehr, weil wir genug Stoff haben. Im Endeffekt müsste ich mir jetzt nur Gedanken machen, was ich hier eigentlich noch machen möchte. Hier oben ist ganz viel Kohle. Ich weiß auch nicht, wie man da jetzt Wege hochbauen soll. Hier alles nicht nach Wegbaugebiet aus, sage ich mal. Wir haben sehr viel Stein, wir haben auch viele Grenzsteine, aber irgendwie werden die, sage ich mal, nur so halbherzig transportiert. Achso, den hier wollte ich umstellen auf nur Grenzsteine. Ach, kann nicht arbeiten, kein Personal, weil wir keine Hammer und Meißel haben. Na gut, dann. Nochmal Hammer und Meißel. Weiß nicht, warum hier bei Kupfer denn da steht. Weil hier ist ja scheinbar alles aus Kupfer. Und warum man dann hier eine Eisenbahn möchte. Anklicken, da passiert aber nichts. Sechs Eisenbahnen eingelagert. Ah, ist mir nicht ganz klar. Aber ich finde es eigentlich doof, dass wir jetzt hier vielleicht Eisenbahn verwenden, obwohl wir Kupferbahn verwenden können, wo wir ja Kupferbahn eigentlich für weniger brauchen. Deshalb hätte ich gehofft, dass ich hier diese Eisen ausschalten. Ach, guck mal, jetzt ist das weniger hinterlegt. Das habe ich wahrscheinlich ausgemacht, oder? Ich hoffe mal, da werden jetzt im Endeffekt keine Eisenbahnen mehr verschwendet für irgendwelchen Quatsch, den keiner will. Oh, wir haben unseren guten Soldaten scheinbar. Ja, haben wir tatsächlich. Haha. Glückwunsch. Ja, danke. Danke dafür. So 39. Was fehlt hier eigentlich noch? Einer von den schwachen Dödeln. Einer von den so Dödeln. Haben wir diese Waffen dafür überhaupt noch? Ja, haben wir. Ich weiß nicht, wie ich jetzt auf 39 komme. Aber mit der Rechnung hier weiter kriege ich noch 11 dazu. Achso, ja, das stimmt ja dann. Komme ich auf 50. Okay. Es ist nur wieder die Frage, warum wird es nicht transportiert? Wahrscheinlich, weil die Transportreihenfolge irgendwie fehlt. Das wird kein Personal. Ach, Fackel gehört zur Waffe. Bronzeschwert, Eisenschwert. Es gibt Lederrüstungen. Also hier fehlt im Prinzip noch dieser Leder. Der ganze Lederbaum. Was, glaube ich, auch dieses Leder, was hier rumliegt, vielleicht erklärt.
Ich gehe davon aus, dass Leder noch hinzukommt. Ach, hier ist auch Leder tatsächlich. Okay. Also wir stellen Leder her. Wir können aber mit dem Leder gar nichts machen. Das heißt, es fehlt hier im Prinzip noch ein kompletter Produktionsbaum und zwar Leder. Was für mich eigentlich auch bedeutet, dass sowas wie Tierzucht wahrscheinlich noch fehlt. So, hier werden die Märkte richtig schön befüllt. Okay, Brote gehen auch an den Markt. Wir machen einfach alles zum Markt. Grenzsteine haben wir genug. Immer noch bei 39 Soldaten. Also, dass dieses Leute produzieren der größte Anteil ist, für mich gerade jetzt, weiß ich nicht, wahrscheinlich spiele ich es falsch. Finde ich irgendwie doof. Ich habe nicht ganz so viel Lust darauf, mich die ganze Zeit darum zu kümmern, dass neue Leute entstehen. Was ich aber mag, ist, dass es auf jeden Fall nicht diese, also, ich nenne das ja mal Bedürfnissystem, ich weiß nicht, wie das wirklich heißt, ich weiß nur, dass ich es nicht mag. Das ist dieses Prinzip, dass man den Leuten irgendwie ihren komischen Kram geben muss, damit die am Ende wirklich arbeiten können. Ja, das heißt irgendwie, ja, hier für so ein kleines Haus, da brauchen deine Leute irgendwie ein paar Wollsocken. Fürs mittelgroße Haus brauchen sie dann auf einmal ein paar Lederschuhe und fürs große Haus musst du ihnen auf einmal Schmuck herstellen und wenn du dann irgendwann nicht mehr genug Schmuck herstellst, dann bricht wieder alles zusammen und so weiter. So war ja Siedler jetzt nie für mich, weil es im Endeffekt ja immer nur darum ging, stell viel her. Von viel kommt viel sozusagen. Und ja, das war so irgendwie immer meine Idee dahinter auch, und das hat mir viel Spaß gemacht. Da bin ich recht froh, dass das hier auch so ist. Wer hat jetzt eigentlich hier was angepflanzt? Hier hinten seid bis dahin gelatscht. Also die Reichweiten sind mir auch viel, viel zu groß, muss ich sagen. Ich meine, es wird natürlich, also schon alleine, weil es ineffizient wird, wenn dieser Dude dir die ganze Zeit nach da latscht und wieder zurücklatscht. Ich meine, was habe ich denn davon? Da habe ich ja gar nichts davon. Außer, dass das alles länger dauert. Finde ich nicht so toll. Aber naja, das wird sich ja vielleicht noch ändern. Also ich hoffe einfach, dass man die Größe einstellen kann von diesem Radius. Damit wäre aus meiner Sicht schon viel, viel getan. So, und ich muss jetzt sagen, hier. Ach, das ist jetzt mal zu weit weg. Achso, jetzt bin ich hier wirklich mal ungefähr auf dem Maximum. Da kann man dann auch wirklich nicht weiter sich expandieren. So, jetzt ist der Punkt, jetzt kann ich doch hier. Und wahrscheinlich soll man es auch eigentlich so spielen. Hier. Oh, was habe ich nicht? Ich habe keinen Stein. Der wird schon noch kommen. So. Das heißt, ich kann jetzt hier hinten einen ganz, ganz langen Weg bauen für diesen Wachturm. Was ich jetzt auch nochmal testen muss, ist, ob jetzt hier oben nicht doch irgendwie ein Weg hochgeht. Geht nämlich. Ich finde es trotzdem schade, dass ich nicht einfach die gesamten Bäume hier irgendwie loswerden kann.
Die sind mir einfach ein Dorn im Auge, muss ich ja so ehrlich sagen. Oh ne. Soldaten wohnen auch in einem Haus. Ah. Aha. Melzer brauchen Zangen. Band. Na gut, da gibt irgendwie sogar Sinn. Wir sind jetzt bei 40 Soldaten. Aber ich stelle bloß noch 5 her. Vorhin war ich doch bei 39. Ach so. Ah, ich muss alle anmachen. Ich habe 40 plus 10 plus 5. Gut. Ah ja. Hier oben habe ich jetzt noch mal mehr Eisen. Kunde-Ding, ah ja, wird auch gebaut. Hier liegt überall Kupfer rum, da laufen die immer hin. Ah ja. Alles was so. Das ist ganz schön, dass man das sieht. Was da noch im Prinzip abgebaut wird. Natürlich wäre es noch schöner, wenn hier irgendwie direkt ausgerechnet wäre, wie viel überhaupt noch maximal abgebaut werden kann. Das fände ich irgendwie noch angenehmer. Aber naja, es gibt eben nicht alles. Ich habe 169 freie Häuschen und meine Träger. Anzahl steigt immer noch weiter. Hier muss ich jetzt noch ein bisschen Platz mal schaffen, damit ich mein Wohngebiet erweitern kann. Die unten sind auch echt weit vorgeschritten. Hier zum Kupfer zu bringen. Was haben wir hier noch? Kohle und Stein. Ah, so weit komme ich auch nicht mehr. Ich muss sagen, ich finde, man hat bei der Landeinnahme ein bisschen viel Kontrolle. Mag jetzt vielleicht auf den ersten Blick komisch klingen, dass ich das sage. Aber ich fände es schöner, wenn die sich eher wie so ein, wie soll man sagen, wie so ein Wasser ausbreiten würden, sage ich mal. Sprich, das ist wirklich. Wichtig ist, wo man den Wachturm hinplatziert, weil jetzt habe ich das Gefühl, ich kann ihn halt hinbauen, wo ich will, und dann setze ich hier irgendwo den Punkt hin und dann ist auch gut. Ist natürlich ein bisschen langsamer oder schneller, je nachdem, wo ich ihn hinplatziere, ja. Aber jetzt so insgesamt macht das, finde ich, nicht ganz so viel Unterschied. Und das finde ich schade. Und ich finde auch schade, dass man Bäume nicht loswerden kann. Ich verstehe nicht, warum die von alleine nachwachsen. Ist irgendwie doof. Es sei denn, ich bräuchte eigentlich sofort, wenn ich mir das hier oben so anschaue, brauche ich eigentlich nicht wirklich viel. Vor allem ist das ja hier alles Nadel, 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 Nadel. Nadel, Nadel, Nadel. Und hier ist halt gemixter, hier ist Laub und Nadel, hier ist beides. Ist für mich jetzt nicht so ganz eingängig. So, was habt ihr hier für Probleme? Kein Personal, kein Personal. Weil ich wahrscheinlich wieder nicht 3 Sicheln habe. Hab ich doch noch. 2 will ich noch herstellen. Stellen wir noch eine mehr her. Oh, Herstellung ist im Gange. Ist ja nicht schlecht. So, warum ist jetzt immer noch keine Silbermünze eingelagert? Ich habe doch gesehen, ich habe hier eine Silbermünze. 7 Silbermünzen, na gut. Dann stelle ich jetzt hier vielleicht mal ein Schätze. Alles okay. Münzen. So. Vielleicht
wird er jetzt Silber in meine. Oh. Das wäre natürlich spannend. Wenn ich das hier erst einstellen müsste. Das würde aber für mich wenig Sinn ergeben, weil irgendwie. Bei den anderen muss ich das doch auch nicht machen. Hier wird fleißig gegessen. Hier wird fleißig gegessen. Fleißlich neue Siedler gemacht. Mich jetzt wieder so ein bisschen wie in Siedler 3 und 4, wo man alles immer vollgeknallt hat mit Häusern. Einfach viel mehr Leute. So fühlt sich das jetzt hier auch wieder an. Einfach mehr Leute. So, wir haben nicht genug Stein. Weil all mein Stein reserviert ist. Ist ja auch erstmal in Ordnung soweit. Behaupte ich mal. Ach, ich habe alle Demo-Objektive fertig gemacht. Auch weil ich die Münze eingesammelt habe. Deshalb war das jetzt vorbei. Na gut. Enemy Camps klingt schon mal geil, ja. Neutrale Fraktion, okay, ja. Das klingt eigentlich cool. Ah, Fishing Hut kommt dazu. Haha. Sicher Storage, ja. Shared Coop, ich weiß nicht, was das heißen soll. Subsurface Mining, oh, das ist auch sehr schön, gefällt mir. Muss man natürlich jetzt leider sagen. Dass da natürlich jetzt, sage ich mal, noch echt viel Arbeit drin steckt, wenn man sich das anguckt. Also. Da ist noch einiges so. Ist jetzt hier einfach Schluss? Ah, Demo fortsetzen. Ha. Aha. Das war nur so ein kleines Infofeld. Okay. Und was. Ich weiß, achso, weil ich alle Objektive hier gemacht habe. Oh, da gibt es keinen Haken. Ach, wie schade. So, das werden jetzt im Prinzip. Ah, doch, da ist er. Okay, so, das war jetzt alles, was ich gemacht habe. Ein eingenommenes Gebiet von 94.000. Super viele Siedler. Alles klar. Da sind jetzt meine super starken Kämpfer drin. Das Ding ist jetzt baue ich. Ah, schon wieder falsch geklickt. Jetzt muss ich natürlich. Ich komme nicht klar, dass da hinten irgendwie die Militärgebäude sind. So, das Ding ist, jetzt baue ich hier diese Hütte hin. Und klicke hier rauf und hoffe, dass ich irgendwie einen Weg bauen kann. Kann ich aber nicht. Hier also einfach keinen Weg durchgebaut, weil da ein Wald ist. Muss diesen tapferen Erkunderlingen hier oder Landeinnehmerdingen sagen, dass sie das machen sollen. Kein Personal anwesend. Von mir, ach, das habe ich deaktiviert. Das hier, was das hier tut, habe ich noch nicht ganz verstanden. Also ich sage jetzt mal, ich möchte hier erkunden. Wird mir das jetzt weiter aufgedeckt? Also ich meine, ich sehe, dass hier was aufgedeckt ist. Ich hasse Silbererz. Aber. Mal sehen. So, ich probiere das mal noch aus.
sehe jetzt leider auch nicht, was meine Soldaten an Kampfkraft haben, oder? Kann ich wahrscheinlich nirgendwo einsehen. Nein. Schade. Okay, hier läuft jetzt einer los mit seinem Paketchen in der Hand. Ich vermute mal, der wird jetzt was für mich erkunden. Das wäre jetzt also dafür gut, dass ich nicht weiß, wie die Karte aussieht. Auch nicht, was man hier mit Fokussieren genau macht. Einfach nur alles, was ich sehen kann, so irgendwie in die Mitte. Und jetzt gehst du wieder zurück. Wer bist du hier unten eigentlich? Was machst du hier? Also ich glaube, das hat noch ganz schön viel Arbeit so vor sich, aber... Mal schauen. Hier stehen Leute doof rum. Wer seid ihr? Ach, das ist die Rüstungsschmiede. Ich habe keine Aufgabe und sagt dann, ja, wenn nichts zu tun ist, dann machen wir auch nichts. Ihr habt halt wahrscheinlich wieder nichts. Kann hier auch nicht, doch kann ich hier vorher was einstellen. Planieren geht ohne Weg. So, ich habe jetzt mal gesagt, hier will ich mal 10 fortgeschrittene Soldaten haben. So, und ihr müsst jetzt mal unbedingt hier das da fertig machen. Jetzt beobachte ich mal noch das hier, wenn hier so ein Haus fertig wird. Das hier zum Beispiel. Müsste diese Zahl hier oben ja irgendwie steigen. Beide. Also ich muss mir auf jeden Fall merken, dass die Vermehrung meiner Siedler mit einer der obersten Prioritäten ist. Dass ich mir da wirklich Gedanken drum machen muss. Ich meine, das hier sieht jetzt alles schon irgendwie funktionaler aus, als das, was ich zuerst gebaut habe, weil ich da überhaupt nicht wusste, was ich baue. Ich weiß auch nicht, ob man diese kleinen Wohnhäuser hier überhaupt in der Nähe bauen muss. Verstehe halt nicht, ob die hier immer hinlaufen. Dazu müsste man die einfach mal beobachten. Hier wird auf jeden Fall sehr viel hin und her gelaufen. Schöne Waldspaziergänge. Ja, die beiden haben jetzt nichts mehr zu tun. Ich will jetzt zwar einen Eisenstab herstellen, aber was soll ich damit? Weil ausbilden kann ich niemanden. Von der O. Das sieht ja auch spannend aus. Das hier für ein Zauberberg. Ja, also hier hat scheinbar jemand da hinten irgendwie einen Stein platziert. Ah, das war bestimmt so ein Soldat hier, der irgendwann mal da lang lief. Ah, ich verstehe. Ich verstehe so. Und wo hatte ich jetzt diesen Punkt hingesetzt? Hier links. Ja, wirklich erkundet habe ich jetzt da noch nichts. Sieht das so aus, als wenn die halt immer hier ist, beobachten wir den mal wirklich zu Ende. Was hier passiert. Ich habe das Gefühl, dass die immer ein Stückchen laufen, ein bisschen was erkunden und dann wieder weggehen.
ein bisschen schade, dass man die Rucksäcke jetzt nicht nachproduzieren kann. Weil wenn das so wäre, dann könnte man sich natürlich mehr von diesen Erkundern und diesen Baustellenträgern machen. Aber ich habe jetzt schon nur 50 Baustellenträger. Also du bist jetzt hier. Ist was. Und ein Stückchen mehr wurde erkundet. Ah ja. Ist zwar nicht mal annähernd die Richtung, in die ich möchte, aber hey. Danke. Achso, du kannst da nicht langlaufen. Die erkunden also im Endeffekt wohl alles auf ihrem Weg. Zwar ganz, ganz langsam. Wo ist jetzt schon wieder fertig? Ne, da ist ein Stückchen gekommen. Ich finde ihn leider nicht mehr wieder. Hier im Geäst versteckt. Ach da. Also wie es aussieht, dreimal erkunden und dann wieder nach Hause. Das heißt, wenn die da um so einen Berg drum herum laufen müssen, dauert das schon eine ganze, ganze Weile. Die hier haben keine so eine Grenzsteine, die müssen erst transportiert werden. Bevor da was passieren kann. Oh, wir können jetzt hier unten auch endlich mal den Weg verbinden. Sehr schön. Ja, und dann bräuchten wir eigentlich noch mehr Steinmetze, damit wir mehr Stein haben können. Dann hält uns ja auch nichts ab, das hier einfach hinzubauen. Was soll der Geiz? Wir haben ja drei Spitzhacken, von denen drei reserviert sind. Na gut, schade. Hier arbeitet schon einer. Könnten auch mit einem Person, das habe ich natürlich nicht gewusst. Ich habe ja vorhin gedacht, ich brauche unbedingt diese drei Leute da. Die haben auch nicht gearbeitet, oder? Die hatten doch hier nicht angefangen. Ich meine, jetzt machen sie auch wieder nichts, weil ihr Lager voll ist, aber. Ich glaube, auf der Karte hier können wir jetzt gerade nicht viel, viel mehr sehen. Ich habe ja gesehen, es gibt noch zwei andere Karten. Die werde ich auch noch ausprobieren. Von daher, ja. Danke für das Zuschauen und vielleicht war es für euch informativ, sich das hier so anzuschauen. Vielleicht auch nicht.